Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich. Vielen Dank. Heute fliegen die Treffen und Termine in Brüssel nur so durcheinander. Alle sitzen mit allen und das gleich mehrfach. Jetzt gleich trifft sich der griechische Premierminister noch einmal mit den Institutionen, den sogenannten, mit dem IWF, mit der EZB und der Europäischen Kommission und Vertretern derselben. Und ob es da zu unserer Sendezeit dann noch Ergebnisse gibt, wissen wir noch nicht. Aber Sie würden es natürlich live bei uns erfahren, denn wir sind im Dauerkontakt mit Brüssel und mit dem dortigen Leiter des Studios, mit Rolf-Dieter Krause. Guten Abend, Herr Krause. Guten Abend. Außerdem sind bei uns die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Norbert Röttgen, Yorgos Chondros vom Zentralkomitee der Syriza-Partei und der Präsident des Münchner IFO-Instituts ist da, Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und ich will in Brüssel beginnen, Herr Krause. Das war ja ein wahnsinnig hektischer Tag heute. Alle Termine sind durcheinander gepurzelt. Die Verhandlungen scheinen plötzlich doch wieder spitz auf Knopf zu stehen. Ist das für Sie, nach allem, was Sie auch schon zigmal erlebt haben, noch der ganz normale Euro-Griechenland-Wahnsinn? Also, ach so, der ganz normale Wahnsinn. Das Normal ist hier nichts mehr, das muss man sagen. Hier werden in der Tat Sitzungen anberaumt und schnell wieder beendet und so weiter. Ein geordnetes Verfahren ist das alles nicht mehr. Man versucht das zu retten. Die Finanzminister sind hier sehr schnell auseinandergegangen, weil es ihnen schlichtweg an einer beratungsfähigen Grundlage fehlte. Da rächt sich jetzt die monatelange Verhandlungstaktik der griechischen Regierung. Man hat halt nicht konkret über die Forderungen der Geldgeber verhandelt. Damit gibt es keine Vereinbarung zwischen den Troika-Institutionen und der griechischen Regierung. Damit konnten sich die Staatssekretäre der Eurozone nicht darüber beugen, das mal durchrechnen. Und damit hatten die Finanzminister heute auch nichts zu beschließen. So, nun hat man gesehen, da gibt es ein Papier, das die griechische Regierung vor ein paar Tagen hier rübergereicht hat. Da sieht man inzwischen, dass das eben doch nicht so tragfähig ist, wie es am Anfang dargestellt wurde, sondern dass da viele Lücken sind, Luftbuchung, Einnahmeversprechen, bei denen kein Mensch weiß, ob sie wirklich eintreten werden, dafür sehr wenige Kürzungen und sehr deutliche Forderungen nach mehr Geld aus Europa. Und das reicht nicht für eine Vereinbarung. Und nun wird man versuchen, heute Abend Herrn Tsipras zu überzeugen, dass er nachliefert. Das bringt ihn aber ins Dilemma, weil die Unterstützung in seinem Parlament und in seiner Partei ohnehin schon bröckelt. Und wenn er weitere Konzessionen macht, könnte sie noch weiter bröckeln. Das ist nicht ganz einfach. Nun sagen Sie uns ja, dass die Verantwortung dafür, dass das jetzt alles so spitz auf Knopf steht, auch dass sich der Zeitdruck so dermaßen erhöht hat, in der Tat bei der griechischen Regierung liegt. Ist das denn so oder sehen nur Sie das so? Das sehen sehr viele Finanzminister so, das sehen die Leute in den Institutionen so. Sie haben der griechischen Regierung, dem griechischen Finanzminister, dem griechischen Regierungschef immer wieder gesagt, wir wollen nicht eure wirtschaftspolitischen Ideen hören, sondern ihr habt mit uns eine Vereinbarung abgeschlossen im Februar. Das war die Verlängerung des laufenden Programms. In dieser Vereinbarung stehen Maßnahmen drin, die griechische Regierung erfüllen muss, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Die griechische Regierung konnte diese Maßnahmen durch andere ersetzen, die aber ebenfalls zu dem Ziel führen mussten. Und auf diese Maßnahmen, die Alternativvorschläge aus Athen, hat die Eurogruppe seither vergeblich gewartet. Kann denn unter dem Zeitdruck, der ja jetzt dann immer größer geworden ist, noch hoffentlich etwas Gutes überhaupt erreicht werden? Oder kann da dann nur so etwas wie ein fauler Kompromiss rauskommen? Es ist ja umstritten, was gut ist. Aber kann es eine Vereinbarung geben? Ja, die Uhr rast jetzt. Wenn jetzt heute Nacht dabei etwas rauskommt, wenn dann morgen Vormittag die Staatssekretäre der Eurozone dieses prüfen können und für gut heißen, dann können morgen Nachmittag die Finanzminister dann die letzte Arbeit erledigen. Der Gipfel will sich eigentlich damit nicht befassen, der will sich eigentlich mit ganz anderen Fragen befassen. Und dann muss Herr Tsipras in das griechische Parlament gehen. Das hat er im Februar eigentlich auch versprochen, hat es dann aber nicht gemacht. Nur, das führt dazu, das ist eben auch der Vertrauensverlust, der da deutlich wird. Die Bundesregierung und andere Regierungen werden ihre Parlamente erst mit einer Einigung befassen, wenn das griechische Parlament dieser Einigung auch zugestimmt hat, vorher nicht.
Und der Bundestag kann das noch am nächsten Montag oder Dienstag machen, aber dann ist die Zeit für das laufende Programm abgelaufen. Danke, Rolf-Dieter Krause. Bis hierhin. Sie winken immer rüber, wenn da was passieren sollte, damit wir es sofort mitbekommen. Und wir winken noch ein paar Mal zu Ihnen rüber, um von Ihnen zu hören, was Sie zu dem sagen, was wir hier in der Runde diskutieren werden. Und so hektisch der Tag heute war, meine Damen und Herren, muss man sagen, so sehr hat doch der griechische Ministerpräsident noch Zeit gefunden, der Welt mitzuteilen, dass er sich und sein Land unfair behandelt sieht. Herr Röttgen, geht es da fair zu in den Verhandlungen zwischen den Geldgebern und Griechenland? Geht es da um einen fairen Kompromiss oder geht es um eine Demütigung? Nein, also ganz sicher geht es nicht um eine Demütigung, sondern es geht darum, dass alle zur Solidarität bereit sind. Viele ja auch schon viel Solidarität gegeben haben. Übrigens auch Portugal, ein armes Land. Dass der Durchschnittsportugiese ist ärmer als der Grieche, aber die sind aus diesem Programm raus, weil sie die Eigenverantwortung erbracht haben. Und genau darum geht es, dass die Bereitschaft zur Solidarität weiter da ist, aus Solidarität, aber auch aus eigenem politischen Interesse der Europäischen Union, nicht zu zerfransen, nicht sich aufzuspalten. Aber es muss und kann nur funktionieren, wenn Solidarität auch mit Eigenverantwortung beantwortet wird. Und genau diese Antwort und Bereitschaft zur eigenen Verantwortung, die ist über die ganzen Monate von Herrn Tsipras, von der griechischen Regierung, in Stil, Ton und Inhalt nicht geliefert worden. Und jetzt erst in den letzten Tagen, 12:01, wird ein Papier geliefert. Das ist bedauerlich. Das ist aber am Ende auch nicht entscheidend, weil so viel auf dem Spiel steht. Und darum sind alle bereit, auch viel zu schlucken. Aber es muss am Ende in der Sache eben diese Vereinbarung von Solidarität und Eigenverantwortung geben. Das ist im Kern unverzichtbar. Herr Chondros, ich weiß nicht, ob Sie heute Gelegenheit hatten, mit Alexis Tsipras zu sprechen, aber Sie kennen ihn gut und Sie wissen, wofür er steht. Er beschwert sich ja über Twitter, über das, was uns Rolf-Dieter Krause geschildert hat, wie ihm in Brüssel begegnet wird, über das, was Herr Röttgen dann doch nennt, nein, eine faire Verhandlung. Warum empfindet er es als unfair? Weil es wirklich als eine unfaire Angelegenheit betrieben wird. Machen Sie das fest? Es hat auch unsere Diskussion auch so begonnen. Das heißt, wir sind jetzt wirklich an einem sehr kritischen Moment und alle, auch wir hier, obwohl wir nicht am Verhandlungstisch sitzen, wir führen da hier die Verhandlung nicht, trotz allem aber spielen wir eine sehr wichtige Rolle, weil wir an die Öffentlichkeit gehen und die Öffentlichkeit auch in einem Sinne auch bestimmen. Also wir müssen offen, ehrlich und die Wahrheit sagen. Und das vermissen Sie gerade jetzt? Heute noch jetzt zu hören, dass die griechische Regierung keine Papiere oder keine brauchbaren Papiere geliefert hat, es ist zumindest unverantwortlich. Es ist wirklich unverantwortlich, ob es ein Journalist es sagt oder ein Politiker es sagt. Sie sagen alle, weil alle auf die eine Seite sind. Ich bin noch dran. Eben. Es wurde vereinbart am 20. Februar, dass wir eine Zeit haben bis Juni, uns einmal das Land im Griff zu bekommen, ein kaputtgespartes Land einmal im Griff zu bekommen. Und im Juni sollte die eigentliche Verhandlung beginnen. Das war das Abkommen vom 20. Februar. Und was ist passiert? Am 4. Juni hat die griechische Regierung ein ganz detailliertes und ausgerechnetes Papier vorgelegt. Es wurde auch nachher hier gesagt, öffentlich, nicht nur von Journalisten, auch von hochrangigen Politiker, dass die griechische Regierung nichts liefert. Wurde nicht Bezug genommen auf dem, was auf dem Papier stünde, sondern es wurde nichts geliefert. Es ist eine Antwort auf diesem Papier gekommen, 47 Seiten, es ist jedem bekannt, ist veröffentlicht worden. Es ist eine Antwort von Institutionen gekommen, die eigentlich die Diskussion in diesen 4 Monaten überhaupt nicht berücksichtigt hat. Das Papier der Institutionen hat auch nicht die Tatsache berücksichtigt, dass in Griechenland inzwischen Wahlen stattgefunden haben, dass auch eine Vereinbarung am 20. Februar stattgefunden hat mit der neuen Regierung. Die griechische Regierung wieder ist noch einen Schritt weiter gegangen. Vor 2 Tagen hatte Herr Tsipras den Institutionen ein
noch ein weiteres detailliertes Papier geliefert, was eigentlich, und das muss ich hier sagen, weit hinter der Position der Syriza geht und weit hinter der Regierungserklärung von Syriza geht, weil eben nicht die Positionen von Syriza sind, sondern das Resultat dieser Diskussion in diesen 4 Monaten. Und was haben wir heute für eine Antwort bekommen? Also, es dürfen die Unternehmen, die über 500.000 Euro Gewinn machen, nicht besteuert werden. Stattdessen müssen wieder die Mindestrenten gekürzt werden. Ich bin sehr oft in Deutschland. Ich spreche mit sehr vielen. Ich spreche auch, wie heute bei Ihnen, und ich bedanke mich dafür, also öffentlich. Wir bedanken uns auch. Ich werde immer so mit dem Finger gezeigt. Sie besteuern die Reichen nicht. Warum besteuern Sie die Reichen nicht? Siehe da, ist die Regierung gekommen, endlich, und hat das ausgerechnet, hat gesagt, ab 500 Millionen in einem kaputten... 500.000, Entschuldigung. Ja. Die Steuer von 26 auf 29 zu erhöhen. Und eine Solidaritätsabgabe ab 50.000 ein bisschen erhöhen, weil jetzt in Griechenland verdienen wenig Leute über 50.000. Anstatt dessen, dass die Institutionen über diese Basis diskutieren, sagen nein, Kürzungen, weitere Kürzungen, weitere Kürzungen. Ich glaube, und das sage ich im Vornherein, es geht wirklich nicht um das Geld, es geht wirklich nicht um die Möglichkeit Griechenlands, ihre Schulden zu begleichen, ihre Schulden zurückzubezahlen. Vielmehr habe ich das Gefühl, es geht um eine sehr harte politische Auseinandersetzung, wo eigentlich die Regierungen und die Eliten hier nicht die Tatsache sehen möchten, dass ein Land, ein Euroland, einen anderen Weg gehen möchte. Ein Weg gegen die Austeritätspolitik und über Wachstum die Schulden zurückzubezahlen. Herr Sinn, das war heute vor allen Dingen Frau Lagarde und der hinter ihr stehende Internationale Währungsfonds, der IWF, der genau diese Vorschläge zurückgewiesen hat, hat gesagt, das bringt nichts, das wollen wir so nicht haben. Wenn man die Unternehmen, die mehr als 500.000 Euro Gewinn macht, besteuert, so drang zumindest raus, nichts Genaues weiß man nicht, besteuert, dann wirkt man Wachstum ab. Imponiert Ihnen die Haltung des IWF oder finden Sie wie Herr Chondros, dass das einfach zu hart ist und alles im Keime erstickt, was die griechische Regierung sich selber auf Basis dessen, wofür sie eigentlich steht, abverlangt hat? Ja, der Streit geht ja wohl im Wesentlichen um die Frage, wie man den Budgetausgleich schafft, ob man die Ausgaben kürzt oder die Steuern erhöht. Und die griechische Regierung hat eben gesagt, wir erhöhen die Steuereinnahmen. Und der IWF glaubt nicht, dass sie das macht. Das sind Luftnummern, meint der IWF. Und ich meine das eigentlich auch. Die Begründung, die Frau Lagarde brachte, und die ist auch überzeugend, Griechenland hat auch bislang seine Steuern nicht wirklich erhoben. Ja, Steuerschuldner können in 100 Monatsraten, wenn sie ertappt sind, also die Steuern zurückzahlen. Das sind ja, der Staat macht ja gar keine wirklichen Anstalten, die Steuern auch einzutreiben. Jetzt kann man da 1000 Dinge versprechen, aber das Geld wird ja dann nachher nicht kommen. Und die internationalen Gläubiger müssen dann doch noch mal nachschieben. Deswegen sagt der IWF, ihr müsst eure Ausgaben kürzen und insbesondere die Renten. Das ist das große Thema. Weil die Renten so einen großen Teil des Budgets des Staates ausmachen, auch relativ zum Sozialprodukt viel höher sind als irgendwo sonst auf der Welt. Und da ist das egal, ob das mit den Wahlversprechen mit Syriza und mit der Philosophie, für die Syriza steht, oder auch die Ideologie, kann man auch sagen, nicht vereinbar ist? Ja, das ist den Geldgebern ziemlich egal, und zwar aus folgender Begründung. Die sagen, wir helfen euch ja. Ihr müsst ja das Geld nicht nehmen. Und wir geben es euch aber nur unter der Bedingung, dass ihr Anstalten macht, dass wir auch glauben, dass ihr dann nicht immer wieder neues Geld braucht. Da müsst ihr die Reformen auch vorlegen. Ich meine, es wird immer von der Austeritätspolitik gesprochen, die angeblich von der Troika und den dahinterstehenden Institutionen ausgeübt wird auf Griechenland. Wieso angeblich? Irgendwer hat es geschafft, dieses so in die Köpfe reinzusetzen. Aber überlegen wir mal uns genau, was passiert ist. Ist ja genau das Gegenteil. Seit 2008 kriegt Griechenland überhaupt keine Kredite mehr auf den internationalen Kapitalmärkten. Seit 2008.
die Kapitalmärkte üben den Sparzwang aus. Und die anderen Länder, die hinter der Troika stehen und der IWF, die geben eine Menge Geld und reduzieren und mildern den Sparzwang, der von den Kapitalmärkten kommt, und zwar in einem gewaltigen Umfang. Insgesamt hat Griechenland bis jetzt 330 Milliarden Euro an öffentlichen Krediten vom EZB-System, vom IWF und von der Staatengemeinschaft der Euro-Staaten bekommen. Bei einem Bruttoinlandsprodukt von 180. Das sind 184% des BIP. Um das mal in eine Perspektive zu setzen, sagen ja Leute, wir müssen jetzt mal einen Marshallplan für Griechenland machen. Wissen Sie, wie viel Geld das beim Marshallplan war? Über die Jahre summiert hatte Deutschland eine Summe gekriegt, die geteilt durch das Sozialprodukt des Jahres 1952 von der Schuldenkonferenz 5,2% war. Sie haben aber 184% gekriegt. Das heißt, Sie haben 35 Marshallpläne gekriegt. Das muss man sich einfach mal vorstellen, um die Dimension dieser Hilfen sich klarzumachen. Aber jetzt noch mal nach Holland. Ist das an Griechenland gegangen, diese Hilfe? Ja, Varoufakis sagt 90%. Nein, ich frage Sie. Ich sage Ihnen die Antwort. Varoufakis sagt, 90% habt ihr doch verwendet, um eure Banken auszuzahlen. Sonst hätten sie ja Geld nicht wiedergekriegt. Nur 10% ist an uns gekommen. Stimmt leider nicht. Wir, IFO-Institut hat das nachgerechnet. Wir sind ja ein Leibniz-Institut und auch verpflichtet zur Wahrheit. Ja? Hey. Und die Zahlen liegen auf dem Tisch. Das ist veröffentlicht. Das heißt, von den 330 Milliarden ist ein Drittel verwendet worden, um die Schulden im Ausland zu tilgen. Das hat den Gläubigern geholfen, unseren Banken, den französischen Banken an allererster Stelle, die ja viel mehr Exposure hatten. Ein anderes Drittel ist verwendet worden, um das Leistungsbilanzdefizit der Griechen, also den Lebensstandard, zu finanzieren. Und das dritte Drittel ist verwendet worden, um den Griechen die Kapitalflucht ins Ausland zu ermöglichen, was jetzt in den letzten Monaten in riesigem Umfang stattgefunden hat. Das Geld bleibt ja nicht in Griechenland, sondern es wird ein Kredit gegeben. Der Kredit wird gleich wieder im Ausland investiert. Herr Sinn, ich will noch mal auf heute gucken, was sich da getan hat. Ich will noch mal den Gedanken aufnehmen, den nicht zuletzt Alexis Tsipras mit seinen beiden Tweets heute in die Welt gerufen hat, Frau Schwan, und will Bezug nehmen auf das, was wir eben schon gehört haben. Ist denn das, was der IWF maßgeblich heute ja offensichtlich gemacht hat, nämlich dass er zurückgewiesen hat, was da an griechischen Vorschlägen auf dem Tisch lag, ist das unfair oder ist das sehr prinzipientreu vom Internationalen Währungsfonds, dessen Aufgabe es nun mal ist, sicherzustellen, dass Griechenland so bald wie möglich aus eigener Kraft wieder wirtschaften kann? Es ist prinzipientreu, wenn man die Wirtschaftstheorie des Währungsfonds annimmt. Mhm. Ich will das gar nicht moralisieren, aber die Vorstellung, dass man Unternehmen nicht besteuern soll, kommt von einer bestimmten angebotstheoretischen und so weiter, alles das, was man stichwortartig Neoliberalismus nennt, aus. Und man müsste es anders Neoneoliberalismus nennen, das ist eine Dogmengeschichte, also der Ordoliberalismus wollte gegen den, war ein Neoliberalismus, kurz und gut. Im Rahmen seiner Theorie ist das konsequent. Aber er greift damit ein und erlaubt den Griechen nicht, nach ihrer wirtschaftspolitischen Vorstellung zu handeln. Und alle diese Vorstellungen haben immer Vermutungen über die Zukunft. Das ist nie sicher. Das Einzige ist, natürlich kriegen sie Geld rein, wenn sie jetzt von den ganz unteren Renten noch was wegnehmen. Aber was der Währungsfonds in seiner wissenschaftlichen Abteilung seit 2012 gesagt hat, war, dass der gesamte Ansatz, den der Währungsfonds für Griechenland gefahren hat, falsch war. Dass er nicht zu dem Ergebnis geführt hat. Und das muss man doch irgendwann mal zur Kenntnis nehmen. Und ich deswegen meine ich, man muss die unterschiedlichen Lesarten sehen. Welche Papiere wo vorliegen, welche Zahlen sind. Das werden wir hier in dem Kreis nicht machen. Da habe ich Abenteuerliches erlebt. Papiere, die ich habe auf meinem Rechner und an unsere Regierung weitergegeben haben, sind angeblich nicht da. Also das ist für mich sehr, sehr skeptisch zu behandeln. Aber das sind zwei Lesarten. Die eine Lesart ist, die Griechen, denen ist geholfen worden und sie haben dabei Auflagen bekommen und dass sie auf diese Weise 26% ihres Bruttosozialprodukts verloren haben, dass die Arbeitslosigkeit auf 26% gestiegen sind. Ja. Kurz und gut, dass die Kürzungen nicht dazu geführt haben, dass der Schuldenstand verringert wurde, sondern überall, auch in Spanien, auch in Portugal, der Schuldenstand sich erhöht hat, überall, nicht nur in Griechenland. Und dass gewissermaßen die Einsparungen, die sehr viel Leid gekostet haben,
aufgefressen worden sind dadurch, dass die Wirtschaft durch diese Einsparung in die Depression gekommen sind. Das ist einfach eine analytische Frage. Und da wollen natürlich alle diese, weil sie sind sich alle einig, natürlich alle, die sich bisher in der Kommission und in den Institutionen nach diesem Schema gerichtet haben, die wollen natürlich auch nicht zugeben, dass das schiefgegangen ist. Ich glaube, Griechenland ist eine so harte Nuss, weil hier zum ersten Mal das, was die Sozialdemokraten eigentlich immer gepredigt haben, dass sie gegen Austeritätspolitik sind, sich zur Debatte stellt. Und die Sozialdemokraten in der Regierung beschimpfen jetzt die griechische Regierung, weil die sich gegen die Austeritätspolitik stellt. Ich muss das so hart als Sozialdemokratin sagen. Und deswegen muss man einfach sehen, analytisch, entweder man denkt wirklich, was ich kaum noch mir vorstellen kann, weil es nirgends empirisch belegt ist, dass diese Sparpolitik dazu helfen kann, die Schulden zu überwinden. Das ist einfach nicht der Fall. Oder aber man sagt, und deswegen heißt es immer, die Griechen legen nichts vor. Sie legen eine alternative Agenda vor und die heißt, wir müssen vor allen Dingen nachhaltige Wachstum haben, wir müssen nachhaltige Arbeitsplätze haben. Dafür müssen wir Investitionen, private Investitionen haben und private Investitionen werden nicht kommen, wenn die Investoren wissen, dass 2016 und 2020 und 21 Milliarden zurückzuzahlen sind, die die Griechen nicht zurückzahlen können. So, und wenn man das einsieht, dann versteht man, dass sie alle diese Sachen nicht mit einem Schuldenschnitt, damit haben sie angefangen, ich würde es nicht machen, sondern mit einer Umschuldung machen wollen. Und das ist einfach die unterschiedlichen Ansätze. Und das muss man mal ganz analytisch sehen. Ich habe Rolf-Dieter Krause beobachtet auf dem Monitor. Herr Krause, ich habe Sie Kopfschütteln sehen. Was stört Sie? Na, ich will mal der Legendenbildung vorbeugen. Erstens zum Thema Austerität. Es gibt 5 Länder der Eurozone, die Griechenland unterstützen, in denen die Löhne niedriger sind, in denen die Renten niedriger sind als in Griechenland und die trotzdem helfen. Das Zweite ist, die griechische Regierung hat geliefert. Es geht nicht darum, jetzt immer neue Kürzungen zu verlangen, sondern man möchte, dass die Zahlen, die Griechenland vorlegt, belastbar sind. Und da sage ich Ihnen mal 2 Beispiele. Die griechische Regierung schlägt in ihrem jüngsten Papier Privatisierungen vor, um damit auch Einnahmen für den Staat zu generieren. Gleichzeitig aber äußert sie Bedingungen für diese Privatisierung, die es sehr unwahrscheinlich machen, dass irgendein Investor dann diese Staatsunternehmen, zum Beispiel die Eisenbahn, wirklich übernehmen will. Und ich nehme ein anderes Beispiel zu dem Thema Luftbuchung. Zum Beispiel hat die griechische Regierung in ihrem Katalog die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen angeführt. Da erwartet sie auch ein paar 100 Millionen. Unter anderem G5. Für G5 gibt es noch nicht mal die Frequenzen, die man versteigern könnte. Und so ist das ganze Papier. Es gibt einige Stellen, die sind verlässlich, andere Stellen sind nicht verlässlich. Und der IWF ist zur Zielscheibe der griechischen Politik geworden, leider auch der EU-Kommission, weil der IWF eigentlich die einzige Institution ist, die hier sagt, komm, wir haben Vereinbarungen und an die müssen wir uns halten. Wir sind eine internationale Organisation. Die griechische Regierung hofft auf eine politische Einigung, will heißen, dass diese ganzen Vereinbarungen nicht mehr gelten sollen. Und um noch ein Beispiel zu erwähnen, ich habe gesagt, im Februar hat man mit Griechenland eine Vereinbarung geschlossen, das laufende Programm zu verlängern. Das sah bestimmte Haushaltsziele vor. Diese Haushaltsziele sind inzwischen drastisch gesenkt worden. Das kostet alleine bis 2018 die Länder der Eurozone 18 Milliarden Euro. Das heißt, das ist ein beachtliches Entgegenkommen zusätzlich zu dem, was Herr Sinn gerade schon alles erwähnt hat. Frau Spahn. Ja, also zunächst mal die erste Frage mit der Privatisierung. Ich will das an einem Beispiel sagen. Es ist jetzt klar, dass in einer Zeit, wo Griechenland unter Druck ist, die Privatisierung nicht viel bringen kann. Das weiß jeder. Griechenland selbst hat einen ganz anderen Vorschlag gemacht, der übrigens in einer westlichen Investorfirma ausgearbeitet worden ist, nämlich alle diese Assets, alle diese Eigentümer der Griechen in eine große Art Treuhand zu geben. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Nehmen wir den Hafen von Piräus. 2 Drittel des Hafens von Piräus gehört den Chinesen. Die Griechen wollen
die Privatisierung nur mit der Bedingung, gerade bei solchen strategischen Sachen wie einem Hafen, dass sie eine Art Sperrminorität haben, dass zweitens Arbeitsplätze nicht alle gestrichen werden und dass die Umwelt beachtet wird. Natürlich könnte es sein, dass die Chinesen sagen, dann will ich nicht. Würden Sie als Grieche den gesamten Hafen von Piräus an die Chinesen geben, ohne jeden Vorbehalt, würden Sie das tun? Ich weiß von anderen Weltbankverhandlungen in Lateinamerika, dass man bei solchen strategischen Größen das nie verlangt hat. Aber hier verlangt man das. Und ein Insider aus dieser Bundesregierung sagt mir auf meinen Einwand, das ist mir doch ganz egal, ob der ganze Hafen an die Chinesen geht. Hauptsache Griechenland kommt an den Kapitalmarkt. Und das ist eine Einstellung, die nicht sehr differenziert ist. Aber grundsätzlich war doch das, was Rolf-Dieter Krause gesagt hat, das, was jetzt vorgelegt worden ist in Brüssel an Vorschlägen, auf Basis derer nun eine Entscheidung gefällt werden soll, ob die letzte Tranche ausgezahlt werden kann und die Staatspleite damit abgewendet werden könnte, dass diese Vorschläge Luftbuchungen sind. Ach. Dass sie unprofessionell sind, habe ich daraus gehört, und nicht belastbar sind. Ich weiß nicht, wie großartig ökonomisch versiert Herr Krause ist. Ich habe ihn ja beobachtet die ganze Zeit. Ich habe ihn in einer derartigen Einseitigkeit immer erlebt in seiner Berichterstattung, dass ich schon sozusagen aus einem Urinstinkt, erstens, wenn alle sich einig sind, habe ich den Urinstinkt, da habe ich Zweifel. Und wenn einer immer einseitig berichtet, habe ich auch Zweifel. Das ist ein Urinstinkt bei mir, das muss ich zugeben. Aber der andere Punkt ist, dass wenn er sagt mit den Luftbuchungen oder wenn er sagt, das ist nicht belastbar, was heißt das denn konkret? Der IWF hat gemeint, seine Sachen wären belastbar und durch 5 Jahre Rosskur würde der Schuldenstand runtergehen. Er ist raufgegangen. Waren die Zahlen des IWF belastbar? Nein, hat Olivier Blanchard gesagt. Also, ich bin gleich fertig. Nein, hat Olivier Blanchard, der Chefökonom des IWF, gesagt, sie waren offenbar nicht richtig und nicht belastbar. Das hat er schon 2012 gesagt. Warum nimmt man das nicht zur Kenntnis? Also der IWF hat doch nicht gesagt... Vielleicht muss aber auch Herr Krause noch was antworten, weil er dann in seiner Ehre als Journalist ein bisschen angegriffen worden ist, Herr Krause. Kontern Sie bitte nicht kurz, wenn Sie mögen. Nein, ich gebe ja wieder, was hier die Länder sagen und die Regierungen sagen, die damit nicht zufrieden sind, was die Griechen geliefert haben. Das ist ja nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Ich habe auch diese 12 Seiten aus Griechenland gelesen und stolpere da auch, wie immer, wenn man Papiere liest, über die Schwachpunkte. Das ist doch nicht der Punkt. Frau Schwan hat recht, der Schuldenstand ist gestiegen, weil das Bruttoinlandsprodukt gesunken ist. Das heißt, ist natürlich, daran wird es gemessen. Aber woran liegt das? Ist das die Verantwortung des IWF oder ist das die Verantwortung Griechenlands? Ich gehöre auch zu denen, die gesagt haben, als Syriza an die Macht kam, das ist jetzt eine Regierung, die nicht mit den alten Oligarchen verbandelt ist, die nicht mehr diese Klientelpolitik betreibt, die eine Chance hat, vielleicht auch was Neues in Gang zu setzen. Es gibt konkrete Maßnahmen, die haben mir dann die nicht vorhandenen Haare zu Berge stehen lassen. Da gab es Maßnahmen, die hatten mit kleinen Leuten überhaupt nichts zu tun. Da wollte man zum Beispiel Immobilienbesitzer, die ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können, vor Zwangsversteigerung schützen, wenn sie nicht mehr Vermögen haben als 500.000 Euro und ein Netto-Monatseinkommen von über 4.000 Euro. Da kann ich nur sagen, wenn jemand über 4.000 Euro netto im Monat hat und seine Hypotheken nicht mehr bedienen kann, dann hat er was falsch gemacht, dann schützt man den nicht vor Zwangsversteigerung. Und das Geld sollten sich die Banken dann wieder aus Europa holen. Das hat auch nichts mit kleinen Leuten zu tun. Ich wollte aber erst mal zu sagen. Ja, natürlich. Unbedingt. Herr Sinn, Sie waren dran. Ich habe Sie unterbrochen, weil wir das, glaube ich, noch kurz richtig stellen sollten. Also diese Schuldzuweisungen führen doch zu gar nichts. Das Problem ist doch viel tiefer. Das ist ein tiefes ökonomisches Problem. Der Euro hat Griechenland... Ist es ein ökonomisches oder ein politisches Problem? Naja, das wird dann politisches, wenn es ökonomisch nicht passt. Die ökonomischen Gesetze kann man nicht so leicht überlisten. Das Problem ist, der Euro hat Griechenland Zinsen von 25% auf 5 gesenkt, als er angekündigt und eingeführt wurde. Und dann, was haben die Griechen gemacht? Haben sich verschuldet, haben die Löhne im Staatssektor erhöht, die Privatleute haben sich verschuldet, die Lohnsteigerungen gingen schneller als der Produktivitätszuwachs und das bedeutete, das Land wurde immer teurer. Griechenland wurde in eine ganz starke Inflation getrieben und dabei ging die Wettbewerbsfähigkeit verloren. So, und jetzt müssen sie wieder runter von diesen hohen Preisen. Man müsste also die Löhne und Preise senken. Wenn man das im Gleichschritt machte, theoretisch könnte man sagen, es funktioniert. Der eigene Lohn fällt, der Friseur wird billiger, das Restaurant auch, aber es wird nicht alles billiger, es werden die Schulden nicht billiger, die man hat. Und deswegen geht das im Euro nicht.
nicht. Man kann im Euro also immer noch rauf mit den Preisen, aber nicht runter. Und jetzt das mit Geld zuzukleistern, diese fehlende Wettbewerbsfähigkeit, ist ein Fass ohne Boden füllen zu wollen. Das ist das Fundamentalproblem. Die einzige Möglichkeit, wie das wirklich gehen kann, ist, wenn der Staatskonkurs ja nun eben stattfindet, der kann noch ein bisschen verschleppt werden, wenn er jetzt nicht gleich stattfindet, findet er ein bisschen später statt, er wird stattfinden, dann anschließend tatsächlich in die Drachme zu gehen, abzuwerten. Darüber will ich gleich reden, Herr Sinn, mit Verlaub, denn zunächst will ich doch noch mal hinschauen, an welchem Punkt wir gerade sind, nämlich zu fragen, geht es jetzt um eine ökonomische Entscheidung in Aufrechnung all dessen, was in den zurückliegenden 5 Jahren war, oder geht es darum, dieser griechischen Regierung eine andere Chance zu geben, auch zu akzeptieren, das hatten Sie angesprochen, dass sie etwas anderes will. Wie viel Geld denn wollen Sie noch geben? Sie wollen kein zusätzliches Geld. Ja doch, natürlich. Nein, Sie wollen eine Umschuldung. Ich will Ihnen eine Vorlage dazu noch liefern. Ich will Ihnen eine Vorlage noch liefern, die anders klingt als das, was Rolf-Dieter Krause eben gesagt hat, der gesagt hat, er war neigt Syriza eine Chance zu gehen. Wenn wir hinschauen, war das der deutsche Finanzminister nicht. Herr Röttgen, wie glauben Sie, kommt es an, wenn man eine mit Mehrheit gewollte und auch gewählte Regierung gleich mal als Träumer hinstellt? Also ich glaube, dass das legitim ist, dass Regierungen auch sich kritisieren. Und ich halte es für legitim, dass auch deutsche Politiker eine Partei, die auch nach meiner Überzeugung falsche Versprechen gemacht hat, die bar jeden Wirklichkeitsbezuges waren im Wahlkampf, dass man das benennt. Dass wir sagen dürfen und auch müssen, dass ihr macht falsche Versprechen. Das ist nicht zu halten. Mit diesen falschen Versprechen, nach meiner festen Überzeugung, hat Syriza in Verbindung mit der Verzweiflung in Griechenland diese Wahl gewonnen. Das ist ja nicht, glaube ich, dass die Leute sagen, die lösen jetzt unsere Probleme, sondern es drückt nach meiner Überzeugung den hohen Grad der Verzweiflung im Lande aus. Das ist leider das Problem, dass links- und rechtspopulistische Parteien in Griechenland, gibt ja eine Koalition aus Links- und Rechtsextremen, die miteinander koalieren, dass die Profiteure der wirtschaftlichen Situation sind. Aber dass man das sagen muss, Leute, es hilft nichts, diese Wahlversprechen. Ihr werdet in die Irre geführt und so werden wir Griechenland nicht helfen können. Das, glaube ich, gehört dazu. Griechenland hat ja trotzdem jede Chance gehabt, diese Regierung. Meinen Sie das? Natürlich hatte sie die. Der Punkt ist doch, wären doch alle froh. Ich meine, welches Interesse haben wir denn, dass Griechenland nicht nach vorne kommt? Jedes Interesse haben alle anderen, das zu haben. Könnte ich Ihnen helfen? Natürlich ist die Unterstellung, die Sie ja auch in dem Zitat am Schluss des Films gesehen haben, ist die, dass das, aus der Richtung gesprochen, neoliberale Europa an Syriza ein Exempel statuieren will. Also gut, das ist so. Ich halte das, wenn ich das mal so sagen darf, für wirklich völligen, meine ich nicht unfreundlich, Quatsch. Ja, ich vertrete diesen Quatsch. Weil die Lage viel zu ernst dafür ist. Die Lage ist so ernst in Europa, dass es geht auch nicht um ideologische Streitigkeiten, sondern es geht darum, dass, geht es ein wirklich Land, nicht darum? Nein, man kann natürlich Politik für richtig und falsch haben, halten, das ist ja keine Frage. Aber es geht allein darum, dass hier ein Land der Europäischen Union und Mitglied der Eurozone in Wahrheit im Staatsbankrott wäre, wenn nicht alle anderen helfen würden. Und jetzt ist dort und das war schon bei der Vorgängerregierung schwer. Und das eigentliche Problem ist, neben den Euro-Problemen, die Sie beschrieben haben, auch nicht, ob da jetzt 28%, 29%, der eine oder jene Vorschlag, sondern der Kern des Problems ist, dass in Griechenland weder Staat noch Wirtschaft im Grundlegenden funktionieren. Es gibt kein funktionierendes Steuersystem, es gibt Steuerchaos. Es gibt keine funktionierende Steuerverwaltung. Es gibt kein funktionierendes Rentensystem. Es gab an die 100 Rentenkassen. Es gibt immer mehr Ausnahmen als Regeln. Der Staat funktioniert nicht, der Staat ist in weiten Teilen korrupt. Es hat Klientelismus der alten Parteien geherrscht, die diesen Staat ruiniert haben. Und darum ist die eigentliche Frage, nicht die, gibt es den einen oder anderen fachlichen Vorschlag, sondern die eigentliche Frage ist die Regierung des Landes
bereit, sich auf den Weg zu machen, dieses Land zu modernisieren. Einen funktionsfähigen Staat, eine funktionsfähige Wirtschaft wiederherzustellen. Und das ist übrigens auch die Kritik des IWF, neben den Einzelheiten, die sagen... Und wie ist die Antwort auf Ihre selbstgestellte Frage? Sind Sie Antwort, dabei, zu modernisieren? Und modernisieren müsste man fast definieren. Jetzt bin ich wieder bei Schäuble, der zu Recht kritisiert und leider nach 6 Monaten auch bestätigt worden ist, dass die griechische Regierung in diesen 6 Monaten nicht einen einzigen Vorschlag der Modernisierung von Staat und Wirtschaft vorgelegt und durchgeführt hat. Wenn ich noch neben Wolfgang Schäuble einen noch unverdächtigeren Zeugen zitieren darf, dann ist es Jürgen Habermas, der in der gestrigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung die Politik des IWF sehr grundlegend kritisiert. Aus demokratischen Gesichtspunkten. Aber sagt, was man dieser Regierung vorwerfen muss, ist, dass sie nicht geliefert hat. Sie hat kein Reformprogramm geliefert. Und das ist das wirkliche Versagen. So hat sie Wahlkampf geführt. Sie hat den Leuten etwas vorgemacht. Wir treten jetzt an gegen das Diktat aus Brüssel. Das brauchen wir alles nicht. Und sie ist jetzt Gefangene der eigenen Versprechungen. Und in dem halben Jahr ist es Griechenland schlechter gegangen als vorher. Und an der Reform des Staates ist nichts passiert. Aber, das Herr ist Kondros, das Traurige. Machen Sie das, dass Sie im Moment gar nichts machen, dass Sie nicht liefern und ziehen Sie ein wenig beleidigt, pardon, darauf zurück, dass Sie sagen, wir werden hier mit einem neoliberalen Ansatz und einer neoliberalen Ideologie in die Ecke gedrängt. Eine Opferlegende. Sind Sie wirklich in der Lage, eine ehrliche Diskussion zu führen? Ich habe meine Meinung gesagt. Sie haben Ihre Meinung gesagt. Greifen Sie mich persönlich an? Nein. Ihre Meinung werde ich nicht angreifen, obwohl ich Ihre Meinung nicht teile. Das ist ja völlig okay. Okay. Aber hier in dieser Diskussion wieder Falsches zu erzählen und falsch zu informieren, also da werde ich Sie schon angreifen. Sagen Sie mir, was falsch war. Ich sage Ihnen Folgendes. Mhm. Haben Sie das jemals... Ihren Parteifreund, Herrn Samaras zum Beispiel, das, was Sie jetzt von der neuen griechischen Regierung verlangen, jemals zur Auflage gemacht? Wer hat die Leute von der Finanzbehörde entlassen worden? Unter wessen Auflagen? Mhm. Unter Ihrer Auflage hier von den Institutionen sind in den letzten 5 Jahren die Leute aus der Finanzverwaltung entlassen worden, so damit jetzt keine Steuer eingetrieben werden kann. Was habe ich falsch gesagt? Moment, Sie wollten mir sagen, Moment, was ich falsch Moment, gesagt habe. Moment. Weil das machen Sie jetzt zum Vorwurf der neuen griechischen Regierung. Nee. Weil Sie haben ja den Artikel von Herrn Habermas zitiert. Mhm. Zweitens, haben Sie jemals, nicht nur Sie, auch die damalige Troika als Auflage der griechischen Regierungen früher gemacht haben, zum Beispiel das Steuerrecht zu novellieren, das Geld, das von Griechenland ins Ausland fliegt, schwarz und unbesteuert, auch zu besteuern, das Grundbuch zu erstellen, damit auch das Vermögen von jedem reichen Griechen erfasst wird? Nein, ist die Antwort. Das, was immer als Auflage gekommen ist, bei jeder Tranche war immer Rentenkürzungen, Lohnkürzungen, Sozialausgabenkürzungen, Investitionskürzungen. Zu was hat das geführt? Weil das wird hier absolut nicht gesagt. Dass in diesen 5 Jahren, ich bin hier der Letzte wirklich, der sagen wird, Griechenland hat das alles recht gemacht. Die Syriza ist in 5 Monaten in der Regierung. Wir sind eine neue Partei, eine offene, linke, demokratische Partei. Wir haben gegen alle diese Missstände in Griechenland Jahrzehnten dagegen gekämpft. Insofern, und warum haben Sie nicht geliefert insofern werde ich das jetzt nicht unterstützen. Aber in diesen fünf Jahren hat Griechenland, wurde schon erwähnt, über 25% der Wirtschaftsleistung verloren, ist die Arbeitslosigkeit von 9,6% auf 30%. Moment, das muss... Absolut. Sie gehen weg von dem Punkt. Wir wollten doch verstehen, warum haben Sie in den letzten 6 Monaten nicht geliefert? Komme ich dazu? Und begeben Sie sich in die Ecke derer, die sagen, wir werden aus ideologischen Motiven falsch behandelt. Reden wir über jetzt und über diese Regierung und was sie geliefert und geleistet hat. Das war mein Thema.
Sie haben gesagt, sie hat nichts geleistet. Darf ich Ihnen das sagen? Ich habe Ihnen das schon zuvor gesagt. Diese neue griechische Regierung wollte... Nicht wollte, was ist das Ergebnis? Moment. Hat vorgelegt, die Steuer auf 26 auf 29 zu erhöhen. Vor einer Woche, Wurde zurückgenommen. Diese neue Regierung hat vor ein paar Tagen einen internationalen Haftbefehl für einen sehr reichen und namhaften Griechen erstellt, weil er Staatsschulden, Steuern schuldet. Diese neue Regierung hat sehr namhafte Griechen festgenommen und hat Steuer kassiert. Diese neue Regierung hat das gemacht. Aber ich muss noch was anderes sagen, damit das auch klar wird. Diese neue Regierung, im Laufe dieser Monaten wird sie auch nicht zum Regieren gelassen. Wird sie nicht. Das erste Gesetz, was sie vorgelegt hat, war das Gesetz zur Bekämpfung der humanitären Krise. 200 Millionen, eine Spotnummer, das 20-stündige G7-Gipfel in Bayern hat bei weitem mehr gekostet. 200 Millionen Euro, damit 300.000 Haushalte wieder Strom bekommen zu Hause, wieder Lebensmittel bekommen und wieder Zugang zum Gesundheitssystem bekommen. Ist die Kommission gekommen, hat gesagt, nein, das dürft ihr nicht machen, das ist eine einseitige Maßnahme. Die griechische Regierung hat das trotzdem gemacht. Aber sie hat seitdem von der Troika nicht mehr die Erlaubnis, überhaupt irgendein Gesetz einzubringen, wenn es nicht abgesprochen ist mit der Troika. Aber Herr Röttgen, ich möchte Ihnen sagen, wo ich meine, dass Sie nicht wissentlich oder willentlich die Unwahrheit sagen, aber dass es de facto nicht stimmt. Ich kenne das Papier. Eines der Papiere, aber noch mal, ich sage gleich, ich kenne das Papier, das die griechische Regierung nach dem 47-seitigen Papier gegeben hat. Ich weiß, dass dieses Papier in einem deutschen hochrangigen Ministerium geprüft worden ist. Ich weiß dass aus diesem Ministerium, dass die Einschätzung war, das ist durchaus vernünftig und tragfähig. Aber da muss jetzt der politische Willen kommen. Also wenn man mir da einerseits sagt, da liegt nichts vor und auf der anderen Seite weiß ich das. Und wie kommt es denn, wenn die ganze Zeit aber gesagt wird... Aber ist das dasselbe? Nein, wir sind jetzt nicht ganz so firm. Ist das, was vorgelegt worden ist, jetzt die Tage auch in Brüssel oder versandet das dann im Ministerium? Brüssel, nein, der Punkt ist ja, dass man in Brüssel nur Papiere angenommen hat, die sich nur auf die Kürzung beziehen und nicht darauf, dass man eine andere Politik macht. Doch, also, sobald es darum ging, dass, also man muss es doch sehen, konkret ist doch der Ansatz, wir wollen raus aus der Misere, wir wollen kein zusätzliches Geld und niemand kann uns sagen, wie mit der jetzigen Kürzungspolitik irgendwas besser werden soll. Da kann nichts besser werden soll. Also, wir wollen raus, dazu müssen wir eine Umschuldung haben, dazu müssen wir Investitionen haben, das ist die einzige Chance rauszukommen. Das ist die Alternative zu den Kürzungen. So einfach ist das. Und das also vielleicht darf ich noch mal sagen, was ich gesagt habe. Ich habe, ob irgendwo Papiere oder sonst was, das ist alles nicht interessant. Also Sie haben keine sondern wir haben eine Regierung doch, die ist gewählt worden, sie beruft sich auch immer auf ihr Mandat. Und meine These ist, diese Regierung hat in ihrer Amtszeit noch nichts eingebracht, geschweige denn durchgebracht, was mit der Modernisierung von eines kaputten Staates und einer kaputten Wirtschaft irgendetwas sie zu tun hat. Sie darf keinen einzigen Beamten einstellen. Darf sie einen einstellen? Die Einstellung eines Beamten ist noch kein Beitrag per se zur Modernisierung des Staates. 200, sie haben keinen Mangel 200, an Beamten in Ihrem Land. 200, aber vielleicht darf ich kurz 200, noch ausführen. 200 Beamten das zweite, gibt es für die Steuereintreibung. Das zweite, 200. Können Sie das machen in einem Land mit 200 Leuten? Es geht darum, das sagen auch die Institutionen, ihr müsst eure Systeme reformieren. Ja. Ihr habt das schon, werden das Gesetz auch. Funktioniert nicht, von der Verwaltung ganz zu schweigen. Und auf diesem Gebiet ist nichts passiert. Herr Röttgen, das Erste, was wir haben, ist jetzt seit wenigen Tagen dieses eine Papier, das jetzt diskutiert wird. Und dann wird es kritisiert. Man fragt, ist es denn tragfähig? Und die Kernkritik erneut an diesem Papier ist, jetzt kommt er nach 5 Monaten und habt nicht mehr, im Grunde nicht mehr, als Steuer- und Abgabenerhöhungen. Dafür braucht ihr nicht 5 Monate, sondern ihr bringt wieder nichts ein. Neue Gesetze gegen Steuerflucht, Reformen in den Systemen, damit es wirksam wird. Das ist der Kern und nur das ist glaubwürdig und tragfähig. Unterstellen Sie denn, Frau Schwan, unterstellen Sie bitte, dass ich verstehe, was Sie meinen, auch mit den Papieren, ohne da ins Detail gehen zu wollen. Unterstellen Sie das halt...
unterstellen Sie, dass nicht die Griechen, sondern die Geldgeber den ganzen Prozess jetzt so weit verschleppt haben, dass es jetzt so hektisch und so spitz auf Knopf steht, dass es fast gar nicht mehr gehen kann? Ich unterstelle nicht, dass sie verschleppen. Ich unterstelle, und das muss ich nicht unterstellen, dass sie diese Alternative, die die Griechen wollen, ohne neues Geld von uns, aber durch Wachstum, nicht akzeptieren wollen. Das unterstelle ich. Und ich möchte die noch mal sagen, es gibt seit spätestens mit 15. Juni von der OECD mit der Regierung gemeinsam ein 43-seitiges Papier, wo alle diese Reformen ausbuchstabiert sind. Alle diese. Und also lesen Sie doch das Interview von Jean-Claude Juncker im Spiegel. Also, diese Regierung hat es geschafft, sogar Jean-Claude Juncker, der wirklich der ehrlichste Makler für Griechenland ist, zu brüskieren permanent. Und im Grunde zu sagen, ich verstehe nicht, was ihr doch macht. Wir wollen euch helfen, indem ihr Hilfe. Da hat doch jeder seine Agenda. Ja, jeder. Komisch. Also nein, Sie stricken hier eine Opferlegende zugunsten einer bestimmten Regierung. Und das hilft denen nicht und das ist auch nicht in Ordnung. Die Fakten sind wirklich klar. Es sagen alle, die portugiesische Regierung, die EZB, Herr Juncker, alle sagen das. Sind die ganzen Finanzminister, die immer nur anreisen und sagen, wir haben aber trotzdem nichts da. Das ist der Sachstand. Und jetzt ist, ich glaube, wir haben sie doch lange genug hin und her, aus meiner Sicht, hin und her ausgetauscht. Wir haben offensichtlich unterschiedliche Wahrnehmungen. Aber das Problem ist, dass wahnsinnig viel auf dem Spiele steht. Und darum hat kein Mensch ein Interesse, kein Gläubiger. Hunderte von Milliarden sind dort gegeben worden. Ein Land, das möglicherweise in den Bankrott fällt, mit unabsehbaren Folgen. Das ist unsere Differenz. Sie sagen, sie sollen eher rausgehen. Ich sage, das ist unabsehbar, und zwar ökonomisch wie politisch. Das will kein Mensch. Die ganze EU will sie dabei haben, aber sie tun nichts, um es möglich zu machen. Sehr, sehr wenig. Ich will tatsächlich weiter gucken. Guter Vorschlag von Ihnen, Herr Röttgen. Das haben wir, glaube ich, leidlich ausgetragen. Und will weiter gucken nach Athen. Denn in der Tat ist es ja so, dass wenn diese Nacht ein Kompromiss zustande käme, müssten darüber die Finanzminister sitzen, müssten dann die Staats- und Regierungschefs sitzen. Und dann müsste Alexis Tsipras mit diesem etwaigen Kompromiss ja auch wieder nach Hause gehen, um dann sein Parlament darüber abstimmen zu lassen. Wird er das da durchbringen, dort, wo ihm noch vor Monaten zugejubelt? Herr Chondros, wie groß oder wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass Alexis Tsipras einen etwaigen Kompromiss, der ihm vielleicht jetzt abgepresst wird, aus Ihrer Sicht durchs Parlament bringt? Wir haben schon seit Wochen gesagt, und der Herr Tsipras hat das auch europaweit öffentlich gemacht mit einem Artikel in einer sehr großen Europäische Zeitung in Le Monde, dass wir einen ökonomisch nachhaltigen und politisch vertretbaren Vereinbarung anstreben. Und wir tun alles wirklich dafür, um zu so einer Vereinbarung zu kommen. Ich bin auch der Zuversicht, dass wir zum Schluss doch eine solche Vereinbarung schaffen werden, die im Interesse beiden sein wird, sowohl dem griechischen Volk als auch dem europäischen Projekt. Trotz aller Abstriche, die wir machen müssten, weil wir das schon deutlich gesagt haben, und der Herr Tsipras hat das auch gesagt, dieser Vorschlag ist nicht unser Programm, ist nicht unser Wahlversprechen, sondern es ist sozusagen das, was wir mit unseren Partnern in all diesen Monaten ausgehandelt haben. Syriza ist eine sehr demokratische, offene und mit einem sehr starken internen Dialog Partei. Meinungsfreudige bei denen, die wir da gehört das haben. Das ist hier vielleicht nicht so einfach zu verstehen, aber wir sind eine solche Partei. Wir werden das diskutieren und zum Schluss werden wir das Nötige machen. Das heißt, wenn dieser Vorschlag nachhaltig wirtschaftlich ist und politisch vertretbar, wird von der gesamten Syriza und von der gesamten Regierungsmehrheit zugestimmt im Parlament. Da brauchen Sie wirklich keine Angst haben. Und er bleibt dann auch in dieser Koalition und er bleibt auch Ministerpräsident dieser Koalition. Wer? Herr Tsipras. Ja, klar, wenn das durchgeht im Parlament, wie soll er nicht bleiben? Könnte ja sein, dass er sich andere und neue Mehrheiten suchen muss als Syriza. Das ist ein Plan, der vor hier geschürt wird. Sehr viele Parteien hier hätten eigentlich eine andere Koalition sich vorgestellt. Sehr hochrangige Politiker nennen das hier auch namentlich.
Sie sagen zum Beispiel, warum wir diese Koalition haben und nehmen wir nicht die andere, zum Beispiel Topotami. Genau. Warum tun wir es nicht? Weil Topotami hat alle diese Kürzungsmaßnahmen, alle Memoranden immer verteidigt. Die griechische Bevölkerung aber, das griechische Volk hat sich vehement gegen diese Sparpolitik entschieden. Nicht aus ideologischen Gründen. Nicht, weil jetzt plötzlich 36% der griechischen Bevölkerung links geworden sind. Syriza hat vorher knappe 4% gehabt, weil sie festgestellt haben, dass dieses Medikament, was Griechenland als Patient bekommen hat, eigentlich fast zum Tode gebracht hat. Und um dieses Medikament, dieses Rezept weiter zu schlucken, hat es absolut keinen Sinn, weder wirtschaftlich noch für die Gesellschaft, noch sozial. Insofern hat die griechische Bevölkerung dagegen gestimmt. Und ich sage nicht, dass es wirklich sozusagen anerkannt werden soll. Das ist normal. Wir leben in Europa. Europa hat die Demokratie erfunden. Ich werde jetzt als Gegenargument bekommen, okay, die anderen Völker wählen auch. Das ist wirklich, das stimmt, das ist richtig. Aber um etwas vorwegzunehmen, weil es kursiert hier in der Diskussion über Länder, die ärmer sind wie die Griechen. Ich stelle bloß die Frage, ist das eigentlich die Vision Europas, alles nach unten zu drücken? Dass die Griechen auch zum Beispiel die Löhne von Rumänien haben oder Lettland? Dass die Deutschen zu diesen Löhnen kommen? Oder sollte die Vision von Gesamteuropa sein, das Vermögen, das Reichtum, was gesamteuropäisch erzeugt wird, sozial gerechter zu verteilen? Auch das Reichtum, was in Deutschland erzeugt wird, auch sozial gerechter zu verteilen, weil es mag der deutschen Wirtschaft wirklich gut gehen. Geht es allen Deutschen wirklich gut? Es sind Millionen Leute, die hier unter Hartz IV-Zustände arbeiten. Es sind Millionen Leute, die hier unter der Armutsgrenze leben. Und es herrscht hier eine sehr starke soziale Ungerechtigkeit. Also wenn wir wirklich jetzt als Europäer gesehen, nicht als Griechen, als Deutschen, als Slowenen und so weiter, weil wenn diese Diskussion weiter so geht, entstehen auch Probleme, die wir vielleicht in der Zukunft nicht packen werden können. Weil stellen Sie sich mal vor, scheitert jetzt Syriza. Wer kommt nach? Glauben Sie, dass wieder die alten Parteien nachkommen? Ja, Demokratia oder die sozialdemokratische PASOK? Nein. Nein. Schauen Sie mal die Wahlen jetzt in Europa rundherum, was nachkommt. Wollen wir ein solches Europa und ein anderes Europa? Herr Sinn, Sie haben einen grundsätzlich anderen Ansatz als Herr Chondros das hat. Aber ich glaube, in einem Punkt müssen Sie sich fast begegnen. Er sagt, die Sparpolitik ist abgelehnt worden in Griechenland, mindestens von all denen, die Syriza gewählt haben. Sie sagen ja auch, hey, da wird sogar geklatscht. Sie sagen auch, das, was bislang war, ist schiefgelaufen. Deshalb muss der Grexit her. Finden Sie sich an dem Punkt mit Herrn Chondros, dass die Sparpolitik der falsche Ansatz ist? Nochmal, also ich meine, man kann ja die Semantik wie so ein Gummiband dehnen. Die Sparpolitik ist doch gar nicht, hat doch gar nicht stattgefunden. Ich meine, man redet darüber, dass man jetzt politisch entscheidet, ob man mehr oder weniger spart. Wenn die Rente, um 40% gekürzt wird? Ich frage nur. Lassen Sie mal. An wen adressiert man eigentlich seine politischen Wünsche, wenn man hier im griechischen Parlament über irgendwas abstimmt? Wenn es die Staatengemeinschaft nicht gäbe als Helfer, dann müsste man beschließen, dass die Investoren aus London, aus Amerika doch bitte nicht so knauserig sein mögen, um Griechenland mehr Geld zu geben. Das ist doch absurd. Die Märkte geben kein Geld. Die Märkte geben null. Sie sagen doch, es kann nicht so weitergehen wie bislang. Ja, daraus hatte ich gelesen, nee. Sie finden die Politik auch nicht richtig. Ja, was ich nicht für richtig halte, ist, dass wenn ein Land nicht wettbewerbsfähig ist, dass man versucht, das auszugleichen und quasi den Weg in eine Transferunion geht. Das ist in Deutschland natürlich ein bisschen der Fall, dass wir den Finanzausgleich haben, aber wir haben den gemeinsamen Staat gegründet.
Ja, das ist so ein Schutz- und Trutzbündnis. Ich bin auch bereit, den europäischen gemeinsamen Staat zu gründen. Dann können wir über manches reden. Aber wir können doch nicht einfach mal so, bloß weil wir eine gemeinsame Währung haben, jetzt hier eine Transferunion draus machen. 40% der Bevölkerung der Eurozone wohnen in Krisenländern. Sollen denn die anderen 60 die 40 bezahlen? In Deutschland haben wir 80-20 gehabt durch die Deutsche Vereinigung. Aus Solidarität gegenüber unseren Brüdern und Schwestern im Osten haben wir das gemacht und so weiter. War schwer genug. Wir können das doch nicht einfach wiederholen auf europäischer Ebene. Ad 1. Ad 2 ist das ein sehr, sehr gefährlicher Weg, weil die Länder, die die Gelder empfangen, ja auch in einer fehlenden Wettbewerbsfähigkeit gehalten werden. Denken Sie mal, was in Holland passiert ist in den 60er Jahren. Holland hatte Gas gefunden. Das Gas hat man in die Welt verkauft. Man hatte Einnahmen. Aus diesen Einnahmen konnte man die Löhne erhöhen. Der Lebensstandard stieg, nur die arme Exportindustrie kam damit nicht zurecht und wurde dezimiert. Und es entstand eine hohe Arbeitslosigkeit, eine wirkliche Krise. Das ist das Fundamentalproblem. Sie können nicht einfach einem Land Geld geben und denken, dann wird es schon alles gut. Sie können insbesondere keine Arbeitsplätze machen, sondern genau das Gegenteil passiert. Wir nennen das holländische Krankheit. Das haben auch andere Länder, die viel Ressourcen verkaufen, ob sie Schuldscheine in die Welt verkaufen und Geld haben oder ob sie Gas verkaufen, ist im Grunde ein ähnlicher Effekt. So geht es also nicht. Und deswegen halte ich diesen Weg, den wir versucht haben, die letzten 5 Jahre, für falsch. Für die Griechen ist es zu wenig Geld. Sie haben 280 Milliarden zusätzlich gekriegt. In den letzten 5 Jahren zusätzlich zu den 50 Milliarden, die damals schon gegeben worden waren. Und gleichzeitig sagen Sie ja zu Recht, die Arbeitslosigkeit ist von 11% auf 25% gestiegen. Funktioniert hat das alles überhaupt nicht. So ist geht es nämlich Merkel, nicht. Herr Röttgen, damit blamiert. Indem das, das ist jetzt die, böse. Die Conclusio all dieser Jahre ist, es war ein Fehler. Nein, also wenn wir jetzt vor der Diskussion ständen, ob wir Griechenland in die Eurozone aufnehmen. Nee, dann stehen wir nicht. Sondern genau, wir wenn wir da ständen, dann glaube ich, könnte man über Ihre Gesichtspunkte zutreffend reden und auch Ihre Schlussfolgerungen ziehen. Aber wir haben jetzt ein Problem mit Griechenland. Das ist da. Mit und Griechenland oder mit der Politik, die man sich für Griechenland als die vermeintlich richtige ausgedacht hatte? Nein, darum mit Griechenland. Herr Professor Sehn hat jetzt auch schon mehrfach gesagt, weil wir mal Sparpolitik, wenn es nicht diese Politik, die, nach der Sie jetzt fragen, gegeben hätte, dann wären die Renten nicht zwischen 44% gesunken, sondern um 100%. Und so ist das. Sie sind dann nichts mehr wert. Das wäre übrigens eine Folge nach meiner Einschätzung von Grexit, ist es dann erstmal nichts mehr wert, weil es kein Geld mehr gibt. Und wenn der Moment, das Geld gibt es wegen des Konkurses nicht wegen mehr. Des Konkurses. Nicht wegen des Grexit. Nein, man kann das nicht in einen Grexit Topf ist werfen. Aber die wahrscheinliche Folge des Staatskonkurses. Aber Herr Röttgen, ich will auf den Punkt nochmal zurück. Der Punkt ist aber fundamental. Nein, ich will auch den Punkt wissen. Für ist Frau Griechenland Merkel fehlt jetzt blamiert? Das Geld, nein, wenn es einen Staatskonkurs gibt. Dann gibt es kein neues Geld. Dann haben Sie Schwierigkeiten. So ist es. So. Und Sie können also, dann alleine nicht zurechtkommen. Die Beantwortung der Frage kurz zu. Ist Frau Merkel damit blamiert? Nein, Frau Merkel ist nicht blamiert. Sondern Frau Merkel sieht sich mit in der Verantwortung, mit diesem Problem umzugehen und es über die, im Lauf der Zeit zu lindern und zu lösen. Das ist die Aufgabe der deutschen Regierungschefin, an der sie arbeitet, im Sinne von Solidarität. Koste es, was es wolle. Das ist sicher nicht die Politik von Frau Merkel, auch nicht meine Auffassung, sondern das ist ja der Aspekt Eigenverantwortung. Wenn Griechenland, die griechische Regierung, dabei bliebe, zu sagen, ihr müsst eure gesamte Glaubwürdigkeit opfern. Die Regeln zählen nicht mehr, wir strengen uns auch nicht an, wir bleiben nur abstrakt, wir machen neue Schulden und ihr gebt uns Geld. Dann wäre das der Preis der Selbstverleugnung, des Verlustes jeder Glaubwürdigkeit und das würde am Ende so überschaubar das alles jetzt noch ist, die Europäische Union als Gemeinschaft, als Rechtsgemeinschaft, als Solidargemeinschaft zerstören. Herr Röttgen. Darum ist das der Preis, der zu hoch wäre, so viel auf dem Spiel steht. Ich glaube, die ökonomischen Folgen von Staatsbankrott sind unabsehbar, würden auch verelenden, unabsehbar. Genau.
politisch, aber geopolitisch, aber, man aber muss Röntgen, sich mal, wenn nicht ich das vom Austritt, das ist eben ja, der Unterschied. Der Staatsbankrott ist ein Problem, auf den Austritt zurück. Aber der Austritt nach dem Staatsbankrott ist die Lösung, weil er wettbewerbsfähig ist. Das werden wir gleich diskutieren. Aber ist doch ein ganz anderer die Punkt. Frage des Austrittes hat nicht nur ökonomische, sondern auch politisch-geopolitische Implikationen. Man muss sich mal auf die Landkarte anschauen, wo Griechenland liegt, dann als auch außenpolitisch wahrscheinlich vagabundierendes Land. Das ist die am Frage. Westbalkan, in man Mazedonien ja die sind gerade Konflikte geben. Ausgebrochen. Schauen Sie, wenn gegenüber der Türkei, in der Nähe von Ukraine, Russland, gegenüber Syrien, Libyen, Herr Röttgen, eine zerfranzende und vagabundierende wenn EU Griechenland, an dieser Stelle ist brandgefährlich. Wenn Griechenland das Recht bekommt, nach dem Austritt und nach der Abwertung, die sehr viel Nachfrage nach heimischen griechischen Waren schafft, weil die Leute nicht mehr die teuren Importware kaufen können und die Wirtschaft auf Schwung bringt. Wenn sie das Recht bekommen, nach einigen Jahren zurückzukehren, über das EWS 2, das ist ja das Eintrittstor in den Euro. Was dann ist doch, ja, das, wenn man rein will, muss man bestimmte Bedingungen erfüllen, darf der Wechselkurs auch nicht zu stark schwanken und die Zinsen müssen konvergieren und so weiter. Also es gibt so ein Eintrittstor und da kann man sie ja reinsetzen. Man kann ihnen sagen, der Austritt ist nur temporär, ist wie so ein Hospitalsaufenthalt. Ja. Ja, man klingt sich mal glauben aus. Glauben Sie eigentlich, dass das in Griechenland so stellt sich ein Ökonom eine Gesellschaft und eine Politik vor? Ja, so stelle ich da mir das vor. Da kann ich wirklich nur sagen, das ist weit weg von der Realität. Weit weg. Und dass Sie erst mal ein bisschen ins Hospital geben wollen und dann wieder rausholen wollen, da kann ich nur sagen, warum müssen wir denn diese ganzen, Sie haben es ja auch geschrieben, immer wieder, dass der Grexit hilft. Warum soll denn dieser ganze völlig unberechenbare und deswegen wird die Kanzlerin der ist das sehr auch nicht wohl machen. Berechenbar. Nein, der ist nicht berechenbar. Oh, ja. Bei Ihnen ist es wir berechenbar, haben, weil Sie eben auch so eine Bevölkerung rein- und rausnehmen. Aber so kann man das nicht machen. Schauen Sie, wir haben 70 Länder studiert im IFO-Institut. Jene 70 Länder, die nach dem Krieg in den Konkurs gingen und anschließend abwerteten. Und das Resultat war, dass nach 1 bis 2 Jahren, die durchaus schwierig waren, die Wirtschaft schon wieder anfing zu wachsen. Ja, also wollen Sie denn mit Ihren Bemerkungen auch, in diesen Ländern auch Menschen gelebt? Ja, natürlich, die sind alle wieder und rausgekommen. Wie ging es diesen Menschen? Die asiatischen Länder wie sind ja in den Menschen? Denen ging es hervorragend. Haben Sie sich jemals interessiert ja, dafür? Aber natürlich. Die haben gehungert. Ach, das ist ja, doch Käse, was und? Sie sagen. Absoluter Quatsch. Also in der asiatischen Krise sind die Länder damit die alle übereinander reden. Haben abgewertet, haben dann einen Wirtschaftsaufschwung gekriegt. Argentinien hat einen gekriegt. Das können Sie doch nicht in Abrede stellen. Alles die Türken der Wissenschaft, die bei Vergleichen immer denkt, dass sie Äpfel, Birnen und Kartoffeln. Das ist ja eine Hochnäsigkeit, die ich hier höre, gegenüber den Erkenntnissen der Wissenschaft. Das ist ja unglaublich. Also das mögen Sie mir gerne vorwerfen, aber das werfe ich Ihnen auch vor. Ja, können Sie auch gerne. Das ist doch gar nicht Ihr Metier, diese Frage. Warum äußern Sie sich denn dazu so? Sie sind Politologin, Sie sind keine Ökonomin. Na, und deswegen kann ich mich nicht über Vergleiche äußern. Also wissen Sie, die Mutter der Wissenschaft ist der Vergleich. Aber warum müssen wir denn das alles hier, was völlig spekulativ ist, machen und wo man schon wieder raushört, dass sie die Bevölkerung sozusagen umtopfen dahin und in 6 Jahren können die das machen. Das ist wirklich eine merkwürdige Einstellung zu Politik und Gesellschaft. Ich möchte noch mal eines sagen. Ich glaube, dass es sofort eine Lösung gäbe, wenn man eine Chance bietet, dass Griechenland wieder durch Wachstum Arbeitslosigkeit überwindet und ja, wie wollen Sie Wachstum machen? Mit Geld ausgeben? Nein, mit Verschuldung? Nicht mit Geld. Ja, sondern wie denn? Wo ist denn der Hebel, wo Sie Wachstum machen? Nur die Abwertung macht Wachstum. Darf ich sagen, nein. Denn die Löhne sind schon so klein, dass Sie diese komparativen Vorteile gar nicht mehr haben. Ist doch ein Unsinn. Die Löhne sind doppelt so hoch wie in Polen, in Griechenland. In Rumänien, Bulgarien, Nachbarländer sind Sie 3-4 Euro. Griechenland hat 14,70 Euro. Was reden Sie denn hier? Frau Schwan, aber die Frage ist gut. Wie ließe sich Wachstum sind doch alles herstellen. Leere Behauptungen, die Sie aufstellen. Dadurch, dass man sicherstellt, dass A, Griechenland nicht aus dem Euro fällt, dass B, die Umschuldung nicht der Schuldenschnitt, ich möchte es dreimal sagen, bei uns wird immer, auch wenn Umstrukturierung von Griechenland gesagt wird, immer Schuldenschnitt gesagt. Es ist eine Umstrukturierung, das heißt, in 20 Jahren soll es weiter bezahlt werden. Übrigens, Deutschland hat seine letzte Rate für den Ersten Weltkrieg im letzten März bezahlt, um das nochmal in Erinnerung zu rufen. Aber nochmal, wenn man da erstmal sicherstellt, dass Investoren reinkommen, es gibt viel Geld, das investieren will, es gibt
mindestens 5 Sorten von Industrien, wo Griechenland etwas machen kann. Sie können etwas machen, sogar im Bankensektor. Sie können etwas machen in der Logistik. Ja, aber Sie kommen doch nicht. Na, Moment, das sind doch fromme Wünsche. Nein. Wie wollen Sie sie denn hinholen? Wollen Sie sie befehligen? Ich bin ja in Kooperation mit der deutsch-griechischen Industrie- und Handelskammer und da gibt es Investoren, aber die können natürlich so lange nicht investieren, wie sie die ganze Zeit befürchten müssen, dass das in 3 Jahren wieder alles zusammenbricht. Darum geht es. Aber wenn Sie, kein Mensch kann mir erklären, wie die Fortsetzung dieser Politik helfen soll. Das ist ja im Grunde das, was jetzt gefordert wird, dass die Politik der letzten 5 Jahre weitergemacht werden soll. Das ist der aktuelle Stand. Ich glaube überhaupt nicht, dass die Bundesregierung, Bundeskanzlerin Merkel diesen Weg geht mit dem Grexit. Das glaube ich gar nicht. Dann kommen die ganzen anderen Fragen. Das will ich einmal noch nachfragen an Rolf-Dieter Krause. Denn es ist nicht nur Herr Sinn, der einen Grexit als die Lösung empfehlen würde, sondern auch die Deutschen sind ja mehrheitlich inzwischen dafür, Herr Krause. Ist es denn tatsächlich so, dass in all den Gesprächen dieser Stunden jetzt in Brüssel der Grexit, und sei es nur als Drohung, überhaupt noch eine Rolle spielt? Es wird nicht so gebraucht, jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Ich bin ja bei den Gesprächen auch nicht dabei, dass er in den Hinterköpfen überall ist inzwischen bei dieser Verhandlungslage. Das ist sicherlich richtig. Ich glaube, das will keiner. Es gibt viele gute Gründe, Griechenland im Euro zu halten. Aber es gibt auch viele gute Gründe, Griechenland aus dem Euro zu entlassen. Eine harte Währung kann eine Wirtschaft auch überfordern. Und ich will Sie mal an ein ganz anderes Beispiel erinnern, das nicht völlig gleichzusetzen ist, aber Ähnlichkeiten hat. Als nach der deutschen Einheit die Wirtschaft in der ehemaligen DDR plötzlich mit einer harten Währung arbeiten musste, sind ganz viele Betriebe darunter zusammengebrochen. Sie haben das nicht ausgehalten. Und vieles von den Härten, die wir heute in Griechenland erleben, dass nämlich die viel zu stark gestiegenen Löhne, die viel zu stark gestiegenen Renten, alle auf Pump, das ist alles in den Jahren zwischen 2000 und 2008 passiert. Nicht die Schuld der jetzigen Regierung, sondern die Schuld früherer Regierungen. Wenn man das nicht durch Abwertung korrigieren kann gegenüber dem Ausland, dann bleibt nur der harte Weg der sogenannten inneren Abwertung. Das heißt, der Kürzung von Löhnen, Renten und allen Ausgaben. Es gibt keine Alternative dazu. Und deswegen ist die Frage, ob es für Griechenland nicht besser wäre, damit es wieder Wachstum entstehen kann. Denn ich sehe im Moment keinen Unternehmer, der in Griechenland investieren würde. Und nicht nur wegen der Unsicherheit, sondern da gibt es auch eine Menge Unsicherheit, die im Land selbst kreiert wird. Da ist das Problem, dass diese Regierung, genauso wie ihre Vorgängerregierung, Reformen, die Wachstum ermöglichen könnten, immer nur unter äußerem Druck macht, aber nie aus eigener Einsicht. Das sind die Gründe dabei. Ich glaube, dass auch, wie Herr Sinn, dass eine Abwertung dem Land eine neue Chance ermöglichen würde. Gegenüber dem Ausland wäre es konkurrenzfähiger. Das Problem wäre, dass importierte Waren teurer würden. Aber vielleicht würden dann die Griechen dann auch mal lieber Tomaten aus Griechenland essen und nicht welche aus Holland importieren. Das passiert nämlich auch noch. Das ist genau der Effekt, diese Importsubstitution, durch den das wirkt. Die Abwertung führt dazu, dass die Importe teurer werden. Griechenland importiert zum Beispiel ein Viertel mehr landwirtschaftliche Produkte aus dem Ausland, als sie selber hinliefern, was für sich absurd ist, weil ja die Landwirtschaft ihre eigene Stärke ist. Mhm. Ja, dann würden die Leute nicht mehr die Importware kaufen, Lebensmittel aus Deutschland, sondern zu ihren eigenen Bauern gehen. Das wäre ein Nachfrageschub. Außerdem würden sie wieder Textilien zu Hause kaufen. Ja, Griechenland hatte ja mal eine schöne Textilindustrie, bevor der Euro sie durch die Lohnsteigerung kaputt machte. Im Frühjahr war Griechenland weiß von den Baumwollfeldern. Das ist ja nicht mehr, aber Reste sind noch da. Die Leute würden dann nicht mehr die teure Importware kaufen, sondern an die eigenen Hersteller sich wenden. Das wäre ein Schub. Und zweitens würden die Touristen zurückkommen, die jetzt in der Türkei sind. Gleiches Essen, gleiche Tempel, gleiches Wasser. Ja, da kann man nicht teurer sein als die Türken, sondern man muss sich nach der Decke strecken. Und dann drittens würde das Kapital, das Fluchtkapital, wir reden über 100 Milliarden Euro, die das Land verlassen haben,
wieder zurückkehren. Die Leute würden Immobilien zu Hause kaufen, würden sie renovieren. Es gäbe eine Bautätigkeit und das wäre sofort, lachen Sie doch nicht, das ist doch wirklich nicht Ihr Metier. Ich finde, dass die Art, wie Sie als Kollegin von einem anderen Fach, der Politologie, die ich sehr schätze, über diese ökonomischen Aussagen die Nase rümpfen, das finde ich nicht in Ordnung, weil Sie sich damit nicht beschäftigt haben. Aber das, woher wissen Sie, dass ich mich damit nicht beschäftigt habe? Ja, weil das nicht Ihr Fach ist. Und dann darf ich überhaupt nichts zur Ökonomie sagen? Also ehrlich gesagt, das finde ich schon sehr merkwürdig, um es vorsichtig zu sagen. Ich will Ihnen sagen, dass ich fast jeden Monat ein so ein dickes Buch zu Ihrer Ökonomie lese, um das zu verstehen. Dann haben Sie das offenbar noch nicht verstanden, wie eine Abwertung wirkt. Herr Sinn. Darf ich mal Gegenargumente bringen? Nach dieser Theorie müsste jeder Investition jetzt nach Bulgarien gehen, nach Lettland gehen, nach Rumänien gehen. Die gehen nach Polen. In Polen sind die Löhne nur halb so hoch wie in Griechenland. Ja, warum wie soll Griechenland jemals konkurrieren können? Warum wird das nicht in Polen investiert und warum wird das immer noch in sehr teurem Deutschland investiert, bitte? Erklären Sie uns einmal das. Also ich finde, es wenn es die Abwertung allein der Hebel es kommt auf das Verhältnis von so klar, Löhnen ich finde und Produktivität das an. Und die Produktivität ist natürlich in Deutschland sehr viel höher. In Griechenland ist sie nicht so hoch. Und das ist das Problem. Die Löhne können sich immer nur nach der Decke strecken. Wenn man einen Lebensstandard versucht zu realisieren, der durch die Produktivität nicht gedeckt wird, dann ist man nicht ein Mann eines anderen Faches. Genau, die Juristen versöhnen das natürlich wieder am Ende. Ja. Ich bin erstens ganz sicher, dass selbst wenn Sie von den 180% Schulden 100% wegnehmen würden, die Investitionsbedingungen in Griechenland nicht besser sein würden, weil Staat und Wirtschaft immer noch nicht funktionieren. Gegen Ihr Szenario, finde ich, muss man einwenden, das kann so sein, aber es kann auch erst so sein nach Jahren. Zuerst mal wird man ein totales Desaster natürlich haben. Ein, zwei Jahre dauert es. Ja, ein, zwei Jahre. Ein, zwei Jahre Totaldesaster ohne Rente und alles ist eine verdammt lange Zeit. Gut, das ist das eine. Ja, man muss helfen. Das zweite ist, das ist auch ein deutsches und europäisches Interesse, keiner weiß, was löst global ein europäischer Staatsbankrott aus. Sie haben 70 Fälle von Staaten untersucht, nicht in dem Grad von Globalisierung, den wir heute haben. Aber die amerikanische Regierung hat sich entschieden, nach gutem ökonomischen Rat, wir lassen Lehman Brothers pleite gehen. Ja. Lehman Brothers kannten die meisten vielleicht gar nicht. Ich spreche ja nicht für den Bankrott, ich spreche für die Abwertung nach dem Bankrott. Ja, aber nach dem Bankrott. Aber ja. Zuerst haben Sie den Bankrott. Aber, und die Frage, ja, wie aber das ist doch nicht meine Entscheidung, sondern es ist die Entscheidung der Griechen. Nein, das ist die Entscheidung der europäischen Politik. Wollen wir diesen Bankrott verhindern? Sie sagen, wir wollen ihn nicht verhindern, weil wir hinterher den Austritt haben wollen. Wir haben nach dem Bankrott von Lehman Brothers die globale Finanzmarkt, eine Weltfinanzmarktkrise erlebt, mit der keiner gerechnet hat. Was passiert, wenn ein europäisches Land bankrott geht und dann kommt die Abwertung, aber erstmal kommt der Bankrott? Das wissen wir nicht. Die Märkte sind absolut ruhig. Die Börsen, auf jede Äußerung von Tsipras reagieren die Börsen, die Bonds in Italien, Spanien kalibrieren je nach Äußerung und Einschätzungslage. Das heißt, also wir die haben sind eine erstaunlich niedrig. Die Zinsspreads zu Deutschland, Herr Röttgen, sind so niedrig wie nie. Und die griechischen Zinsen gehen in den Himmel. Ja, die Märkte sind völlig unbeeindruckt von diesem Risiko. Weil sie glauben, dass der Bankrott ja schon nicht kommen. Ja, nein, weil sie sich zurückgezogen. Der Brexit wird nicht kommen. Nein, die Leute haben ja ihr Geld schon nach Hause gebracht. Schluss machen. Ich will mich bedanken bei Rolf-Dieter Kraus in Brüssel, der netterweise für uns sich jetzt wieder die Beine in den Bauch gestanden hat. Das ist verdammt nett von Ihnen, Herr Krause. Vielen, vielen Dank dafür. Gerne. Danke auch an die Runde für eine spannende Diskussion zwischen den Fächern. Ich, wissen Sie, bin eine absolute Verehrerin der Politikwissenschaft. Das will ich an der Stelle auch noch sagen. Und Herr Sinn, ich habe Ihnen auch sehr gerne zugehört. Ihnen auch. Bis dann. Tschüss. Euroland einen anderen Weg gehen möchte. Ein Weg gegen die Austeritätspolitik und über Wachstum die Schulden zurückzubezahlen. Herr Sinn, das war heute vor allen Dingen Frau Lagarde und der hinter ihr stehende Internationale Währungsfonds, der IWF, der genau diese Vorschläge zurückgewiesen hat, hat gesagt, das bringt nichts, das wollen wir so nicht haben. Wenn man die Unternehmen, die mehr als 500.000 Euro Gewinn macht, besteuert, so drang zumindest raus, nichts Genaues weiß man nicht, besteuert, dann wirkt man Wachstum ab. Imponiert Ihnen die Haltung des IWF oder finden Sie wie Herr Chondros, dass das einfach zu hart ist und alles im Keime erstickt, was die griechische Regierung sich selber auf Basis dessen, wofür sie eigentlich steht, abverlangt hat? Ja, der Streit geht ja wohl im Wesentlichen um die Frage, wie man den Budgetausgleich schafft, ob man die Ausgaben kürzt oder die Steuern erhöht.
Und die griechische Regierung hat eben gesagt, wir erhöhen die Steuereinnahmen. Und der IWF glaubt nicht, dass sie das macht. Das sind Luftnummern, meint der IWF. Und ich meine das eigentlich auch. Die Begründung, die Frau Lagarde brachte, und die ist auch überzeugend, Griechenland hat auch bislang seine Steuern nicht wirklich erhoben. Ja, Steuerschuldner können in 100 Monatsraten, wenn sie ertappt sind, also die Steuern zurückzahlen. Das sind ja, der Staat macht ja gar keine wirklichen Anstalten, die Steuern auch einzutreiben. Jetzt kann man da 1000 Dinge versprechen, aber das Geld wird ja dann nachher nicht kommen und die internationalen Gläubiger müssen dann doch noch mal nachschieben. Deswegen sagt der IWF, ihr müsst eure Ausgaben kürzen und insbesondere die Renten, das ist das große Thema. Weil die Renten so einen großen Teil des Budgets des Staates ausmachen, auch relativ zum Sozialprodukt viel höher sind als irgendwo sonst auf der Welt. Und da ist das egal, ob das mit den Wahlversprechen mit Syriza und mit der Philosophie, für die Syriza steht, oder auch die Ideologie, kann man auch sagen, nicht vereinbar ist? Ja, das ist den Geldgebern ziemlich egal, und zwar aus folgender Begründung. Die sagen, wir helfen euch ja, ihr müsst ja das Geld nicht nehmen. Und wir geben es euch aber nur unter der Bedingung, dass ihr Anstalten macht, dass wir auch glauben, dass ihr dann nicht immer wieder neues Geld braucht. Da müsst ihr die Reformen auch vorlegen. Ich meine, es wird immer von der Austeritätspolitik gesprochen, die angeblich von der Troika und den dahinterstehenden Institutionen ausgeübt wird auf Griechenland. Wieso angeblich? Irgendwer hat es geschafft, dieses so in die Köpfe reinzusetzen. Aber überlegen wir mal uns genau, was passiert ist. Ist ja genau das Gegenteil. Seit 2008 kriegt Griechenland überhaupt keine Kredite mehr auf den internationalen Kapitalmärkten. Seit 2008. Die Kapitalmärkte üben den Sparzwang aus. Und die anderen Länder, die hinter der Troika stehen und der IWF, die geben eine Menge Geld und reduzieren und mildern den Sparzwang, der von den Kapitalmärkten kommt, und zwar in einem gewaltigen Umfang. Insgesamt hat Griechenland bis jetzt 330 Milliarden Euro an öffentlichen Krediten vom EZB-System, vom IWF und von der Staatengemeinschaft der Euro-Staaten bekommen. Bei einem Bruttoinlandsprodukt von 180. Das sind 184% des BIP. Um das mal in eine Perspektive zu setzen, sagen ja Leute, wir müssen jetzt mal einen Marshallplan für Griechenland machen. Wissen Sie, wie viel Geld das beim Marshallplan war? Über die Jahre summiert hatte Deutschland eine Summe gekriegt, die geteilt durch das Sozialprodukt des Jahres 1952 von der Schuldenkonferenz 5,2% war. Sie haben aber 184% gekriegt. Das heißt, sie haben 35 Marshallpläne gekriegt. Das muss man sich einfach mal vorstellen, um die Dimension dieser Hilfen sich klarzumachen. Aber jetzt noch mal nach Holland. Ist das an Griechenland gegangen, diese Hilfe? Ja, Varoufakis sagt 90%. Nein, ich frage Sie. Ich sage Ihnen die Antwort. Ich sage Ihnen die Antwort. Varoufakis sagt, 90% habt ihr doch verwendet, um eure Banken auszuzahlen. Sonst hätten sie ihr Geld nicht wieder gekriegt. Nur 10% ist an uns gekommen. Stimmt leider nicht. IFO-Institut hat das nachgerechnet. Wir sind ja ein Leibniz-Institut und auch verpflichtet zur Wahrheit. Ja? Hey. Und die Zahlen liegen auf dem Tisch. Das ist veröffentlicht. Das heißt, von den 330 Milliarden ist ein Drittel verwendet worden, um die Schulden im Ausland zu tilgen. Das hat den Gläubigern geholfen, unseren Banken, den französischen Banken an allererster Stelle, die ja viel mehr Exposure hatten. Ein anderes Drittel ist verwendet worden, um das Leistungsbilanzdefizit der Griechen, also den Lebensstandard, zu finanzieren. Und das dritte Drittel ist verwendet worden, um den Griechen die Kapitalflucht ins Ausland zu ermöglichen, was jetzt in den letzten Monaten in riesigem Umfang stattgefunden hat. Das Geld bleibt ja nicht in Griechenland, sondern es wird ein Kredit gegeben. Der Kredit wird gleich wieder im Ausland investiert. Herr Sinn, ich will noch mal auf heute gucken, was sich da getan hat. Ich will noch mal den Gedanken aufnehmen, den nicht zuletzt Alexis Tsipras mit seinen beiden Tweets heute in die Welt gerufen hat, Frau Schwan, und will Bezug nehmen auf das, was wir eben schon gehört haben. Ist denn das, was der IWF maßgeblich heute ja offensichtlich gemacht hat, nämlich dass er zurückgewiesen hat, was da an griechischen Vorschlägen auf dem Tisch lag, ist das unfair oder ist das sehr prinzipientreu vom Internationalen Währungsfonds, dessen Aufgabe es nun mal ist, sicherzustellen, dass Griechenland so bald wie möglich aus eigener Kraft wieder wirtschaften kann? Es ist prinzipientreu, wenn man die Wirtschaftstheorie des Währungsfonds annimmt. Mhm. Ich will das gar nicht moralisieren.
Aber die Vorstellung, dass man Unternehmen nicht besteuern soll, kommt von einer bestimmten angebotstheoretischen und so weiter, alles das, was man stichwortartig Neoliberalismus nennt, aus. Und man müsste es anders Neoneoliberalismus nennen. Das ist eine Dogmengeschichte. Also der Ordoliberalismus wollte gegen den, war ein Neoliberalismus. Kurz und gut. Im Rahmen seiner Theorie ist das konsequent. Aber er greift damit ein und erlaubt den Griechen nicht, nach ihrer wirtschaftspolitischen Vorstellung zu handeln. Und alle diese Vorstellungen haben immer Vermutungen über die Zukunft. Das ist nie sicher. Das Einzige ist, natürlich kriegen sie Geld rein, wenn sie jetzt von den ganz unteren Renten noch was wegnehmen. Aber was der Währungsfonds in seiner wissenschaftlichen Abteilung seit 2012 gesagt hat, war, dass der gesamte Ansatz, den der Währungsfonds für Griechenland gefahren hat, falsch war, dass er nicht zu dem Ergebnis geführt hat. Und das muss man doch irgendwann mal zur Kenntnis nehmen. Und ich deswegen meine ich, man muss die unterschiedlichen Lesarten sehen, welche Papiere wo vorliegen, welche Zahlen sind. Das werden wir hier in dem Kreis nicht machen. Da habe ich Abenteuerliches erlebt. Papiere, die ich habe auf meinem Rechner und an unsere Regierung weitergegeben haben, sind angeblich nicht da. Also das ist für mich sehr, sehr skeptisch zu behandeln. Aber das sind zwei Lesarten. Die eine Lesart ist, die Griechen, denen ist geholfen worden und sie haben dabei Auflagen bekommen und dass sie auf diese Weise 26% ihres Bruttosozialprodukts verloren haben, dass die Arbeitslosigkeit auf 26% gestiegen sind. Ja. Kurz und gut, dass die Kürzungen nicht dazu geführt haben, dass der Schuldenstand verringert wurde, sondern überall, auch in Spanien, auch in Portugal, der Schuldenstand sich erhöht hat, überall, nicht nur in Griechenland. Und dass gewissermaßen die Einsparungen, die sehr viel Leid gekostet haben, aufgefressen worden sind dadurch, dass die Wirtschaft durch diese Einsparung in die Depression gekommen ist. Das ist einfach eine analytische Frage. Und da wollen natürlich alle diese, weil sie sind sich alle einig, natürlich alle, die sich bisher in der Kommission und in den Institutionen nach diesem Schema gerichtet haben, die wollen natürlich auch nicht zugeben, dass das schiefgegangen ist. Ich glaube, Griechenland ist eine so harte Nuss, weil hier zum ersten Mal das, was die Sozialdemokraten eigentlich immer gepredigt haben, dass sie gegen Austeritätspolitik sind, sich zur Debatte stellt. Und die Sozialdemokraten in der Regierung beschimpfen jetzt die griechische Regierung, weil die sich gegen die Austeritätspolitik stellt. Ich muss das so hart als Sozialdemokratin sagen. Und deswegen muss man einfach sehen, analytisch, entweder man denkt wirklich, was ich kaum noch mir vorstellen kann, weil es nirgends empirisch belegt ist, dass diese Sparpolitik dazu helfen kann, die Schulden zu überwinden. Das ist einfach nicht der Fall. Oder aber man sagt, und deswegen heißt es immer, die Griechen legen nichts vor. Sie legen eine alternative Agenda vor und die heißt, wir müssen vor allen Dingen nachhaltige Wachstum haben, wir müssen nachhaltige Arbeitsplätze haben. Dafür müssen wir Investitionen, private Investitionen haben und private Investitionen werden nicht kommen, wenn die Investoren wissen, dass 2016 und 2020 und 21 Milliarden zurückzuzahlen sind, die die Griechen nicht zurückzahlen können. So, und wenn man das einsieht, dann versteht man, dass sie alle diese Sachen nicht mit einem Schuldenschnitt, damit haben sie angefangen, ich würde es nicht machen, sondern mit einer Umschuldung machen wollen. Und das ist einfach die unterschiedlichen Ansätze. Und das muss man mal ganz analytisch sehen. Ich habe Rolf-Dieter Krause beobachtet auf dem Monitor. Herr Krause, ich habe Sie Kopfschütteln sehen. Was stört Sie? Na, ich will mal der Legendenbildung vorbeugen. Erstens zum Thema Austerität. Es gibt 5 Länder der Eurozone, die Griechenland unterstützen, in denen die Löhne niedriger sind, in denen die Renten niedriger sind als in Griechenland und die trotzdem helfen. Das Zweite ist, die griechische Regierung hat geliefert. Es geht nicht darum, jetzt immer neue Kürzungen zu verlangen, sondern man möchte, dass die Zahlen, die Griechenland vorlegt, belastbar sind. Und da sage ich Ihnen mal 2 Beispiele. Die griechische Regierung schlägt in ihrem jüngsten Papier Privatisierungen vor, um damit auch Einnahmen für den Staat zu generieren. Gleichzeitig aber äußert sie Bedingungen für diese Privatisierung, die es sehr unwahrscheinlich machen, dass irgendein Investor dann diese Staatsunternehmen, zum Beispiel die Eisenbahn, wirklich übernehmen will. Und ich nehme ein anderes Beispiel zu dem Thema Luftbuchung.
Zum Beispiel hat die griechische Regierung in ihrem Katalog die Versteigerung von Mobilfunkfrequenzen angeführt. Da erwartet sie auch ein paar hundert Millionen. Unter anderem G5. Für G5 gibt es noch nicht mal die Frequenzen, die man versteigern könnte. Und so ist das ganze Papier. Es gibt einige Stellen, die sind verlässlich, andere Stellen sind nicht verlässlich. Und der IWF ist zur Zielscheibe der griechischen Politik geworden, leider auch der EU-Kommission, weil der IWF eigentlich die einzige Institution ist, die hier sagt, komm, wir haben Vereinbarungen und an die müssen wir uns halten. Wir sind eine internationale Organisation. Die griechische Regierung hofft auf eine politische Einigung, will heißen, dass diese ganzen Vereinbarungen nicht mehr gelten sollen. Und um noch ein Beispiel zu erwähnen, ich habe gesagt, im Februar hat man mit Griechenland eine Vereinbarung geschlossen, das laufende Programm zu verlängern. Das sah bestimmte Haushaltsziele vor. Diese Haushaltsziele sind inzwischen drastisch gesenkt worden. Das kostet alleine bis 2018 die Länder der Eurozone 18 Milliarden Euro. Das heißt, das ist ein beachtliches Entgegenkommen zusätzlich zu dem, was Herr Sinn gerade schon alles erwähnt hat. Frau Spahn. Ja, also zunächst mal die erste Frage mit der Privatisierung. Ich will das an einem Beispiel sagen. Es ist jetzt klar, dass in einer Zeit, wo Griechenland unter Druck ist, die Privatisierung nicht viel bringen kann. Das weiß jeder. Griechenland selbst hat einen ganz anderen... Guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ich freue mich. Vielen Dank. Heute fliegen die Treffen und Termine in Brüssel nur so durcheinander. Alle sitzen mit allen und das gleich mehrfach. Jetzt gleich trifft sich der griechische Premierminister noch einmal mit den Institutionen, den sogenannten, mit dem IWF, mit der EZB und der Europäischen Kommission und Vertretern derselben. Und ob es da zu unserer Sendezeit dann noch Ergebnisse gibt, wissen wir noch nicht. Aber Sie würden es natürlich live bei uns erfahren, denn wir sind im Dauerkontakt mit Brüssel und mit dem dortigen Leiter des Studios, mit Rolf-Dieter Krause. Guten Abend, Herr Krause. Guten Abend. Außerdem sind bei uns die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag Norbert Röttgen, Yorgos Chondros vom Zentralkomitee der Syriza-Partei und der Präsident des Münchner IFO-Instituts ist da, Hans-Werner Sinn. Herzlich willkommen Ihnen allen. Und ich will in Brüssel beginnen, Herr Krause. Das war ja ein wahnsinnig hektischer Tag heute. Alle Termine sind durcheinander gepurzelt. Die Verhandlungen scheinen plötzlich doch wieder spitz auf Knopf zu stehen. Ist das für Sie, nach allem, was Sie auch schon zigmal erlebt haben, noch der ganz normale Euro-Griechenland-Wahnsinn? Also, ach so, der ganz normale Wahnsinn. Das Normal ist hier nichts mehr, das muss man sagen. Hier werden in der Tat Sitzungen anberaumt und schnell wieder beendet und so weiter. Ein geordnetes Verfahren ist das alles nicht mehr. Man versucht das zu retten. Die Finanzminister sind hier sehr schnell auseinandergegangen, weil es ihnen schlichtweg an einer beratungsfähigen Grundlage fehlte. Da rächt sich jetzt die monatelange Verhandlungstaktik der griechischen Regierung. Man hat halt nicht konkret über die Forderungen der Geldgeber verhandelt. Damit gibt es keine Vereinbarung zwischen den Troika-Institutionen und der griechischen Regierung. Damit konnten sich die Staatssekretäre der Eurozone nicht darüber beugen, das mal durchrechnen. Und damit hatten die Finanzminister heute auch nichts zu beschließen. So, nun hat man gesehen, da gibt es ein Papier, das die griechische Regierung vor ein paar Tagen hier rübergereicht hat. Da sieht man inzwischen, dass das eben doch nicht so tragfähig ist, wie es am Anfang dargestellt wurde, sondern dass da viele Lücken sind, Luftbuchung, Einnahmeversprechen, bei denen kein Mensch weiß, ob sie wirklich eintreten werden. Dafür sehr wenige Kürzungen und sehr deutliche Forderungen nach mehr Geld aus Europa. Und das reicht nicht für eine Vereinbarung. Und nun wird man versuchen, heute Abend Herrn Tsipras zu überzeugen, dass er nachliefert. Das bringt ihn aber ins Dilemma, weil die Unterstützung in seinem Parlament und in seiner Partei ohnehin schon bröckelt. Und wenn er weitere Konzessionen macht, könnte sie noch weiter bröckeln. Das ist nicht ganz einfach. Nun sagen Sie uns ja, dass die Verantwortung dafür, dass das jetzt alles so spitz auf Knopf steht, auch dass sich der Zeitdruck so dermaßen erhöht hat, in der Tat bei der griechischen Regierung liegt. Ist das denn so oder sehen nur Sie das so? Das sehen sehr viele Finanzminister so, das sehen die Leute in den Institutionen so. Sie haben der griechischen Regierung, dem griechischen Finanzminister, dem griechischen Regierungschef immer wieder gesagt, wir wollen nicht eure
wirtschaftspolitischen Ideen hören, sondern ihr habt mit uns eine Vereinbarung abgeschlossen im Februar. Das war die Verlängerung des laufenden Programms. In dieser Vereinbarung stehen Maßnahmen drin, die griechische Regierung erfüllen muss, damit ein bestimmtes Ziel erreicht wird. Die griechische Regierung konnte diese Maßnahmen durch andere ersetzen, die aber ebenfalls zu dem Ziel führen mussten. Und auf diese Maßnahmen, die Alternativvorschläge aus Athen, hat die Eurogruppe seither vergeblich gewartet. Kann denn unter dem Zeitdruck, der ja jetzt dann immer größer geworden ist, noch hoffentlich etwas Gutes überhaupt erreicht werden? Oder kann da dann nur so etwas wie ein fauler Kompromiss rauskommen? Es ist ja umstritten, was gut ist. Aber kann es eine Vereinbarung geben? Ja, die Uhr rast jetzt. Wenn jetzt heute Nacht dabei etwas rauskommt, wenn dann morgen Vormittag die Staatssekretäre der Eurozone dieses prüfen können und für gut heißen, dann können morgen Nachmittag die Finanzminister dann die letzte Arbeit erledigen. Der Gipfel will sich eigentlich damit nicht befassen, der will sich eigentlich mit ganz anderen Fragen befassen. Und dann muss Herr Tsipras in das griechische Parlament gehen. Das hat er im Februar eigentlich auch versprochen, hat es dann aber nicht gemacht. Nur das führt dazu, das ist eben auch der Vertrauensverlust, der da deutlich wird. Die Bundesregierung und andere Regierungen werden ihre Parlamente erst mit einer Einigung befassen, wenn das griechische Parlament dieser Einigung auch zugestimmt hat, vorher nicht. Und der Bundestag kann das noch am nächsten Montag oder Dienstag machen, aber dann ist die Zeit für das laufende Programm abgelaufen. Danke, Rolf-Dieter Krause. Bis hierhin. Sie winken immer rüber, wenn da was passieren sollte, damit wir es sofort mitbekommen. Und wir winken noch ein paar Mal zu Ihnen rüber, um von Ihnen zu hören, was Sie zu dem sagen, was wir hier in der Runde diskutieren werden. Und so hektisch der Tag heute war, meine Damen und Herren, muss man sagen, so sehr hat doch der griechische Ministerpräsident noch Zeit gefunden, der Welt mitzuteilen, dass er sich und sein Land unfair behandelt sieht. Herr Röttgen, geht es da fair zu in den Verhandlungen zwischen den Geldgebern und Griechenland? Geht es da um einen fairen Kompromiss oder geht es um eine Demütigung? Nein, also ganz sicher geht es nicht um eine Demütigung, sondern es geht darum, dass alle zur Solidarität bereit sind. Viele ja auch schon viel Solidarität gegeben haben. Übrigens auch Portugal, ein armes Land. Der Durchschnittsportugiese ist ärmer als der Grieche, aber die sind aus diesem Programm raus, weil sie die Eigenverantwortung erbracht haben. Und genau darum geht es, dass die Bereitschaft zur Solidarität weiter da ist, aus Solidarität, aber auch aus eigenem politischen Interesse der Europäischen Union, nicht zu zerfransen, nicht sich aufzuspalten. Aber es muss und kann nur funktionieren, wenn Solidarität auch mit Eigenverantwortung beantwortet wird. Und genau diese Antwort und Bereitschaft zur eigenen Verantwortung, die ist über die ganzen Monate von Herrn Tsipras, von der griechischen Regierung, in Stil, Ton und Inhalt nicht geliefert worden. Und jetzt erst in den letzten Tagen, 11:58, wird ein Papier geliefert. Das ist bedauerlich. Das ist aber am Ende auch nicht entscheidend, weil so viel auf dem Spiel steht. Und darum sind alle bereit, auch viel zu schlucken. Aber es muss am Ende in der Sache eben diese Vereinbarung von Solidarität und Eigenverantwortung geben. Das ist im Kern unverzichtbar. Herr Chondros, ich weiß nicht, ob Sie heute Gelegenheit hatten, mit Alexis Tsipras zu sprechen, aber Sie kennen ihn gut und Sie wissen, wofür er steht. Er beschwert sich ja über Twitter, über das, was uns Rolf-Dieter Krause geschildert hat, wie ihm in Brüssel begegnet wird, über das, was Herr Röttgen dann doch nennt, nein, eine faire Verhandlung. Warum empfindet er es als unfair? Weil es ist wirklich als eine unfaire Angelegenheit betrieben wird. Und woran machen Sie das fest? Es hat auch unsere Diskussion auch so begonnen. Das heißt, wir sind jetzt wirklich an einem sehr kritischen Moment und alle, auch wir hier, obwohl wir nicht am Verhandlungstisch sitzen, wir führen da hier die Verhandlung nicht, trotz allem aber spielen wir eine sehr wichtige Rolle, weil wir an die Öffentlichkeit gehen und die Öffentlichkeit auch in einem Sinne auch bestimmen. Also wir müssen offen, ehrlich und die Wahrheit sagen. Und das vermissen Sie gerade jetzt? Heute noch jetzt zu hören, dass die griechische Regierung keine Papiere oder keine brauchbare Papiere geliefert hat, es ist zumindest unverantwortlich. Es ist wirklich unverantwortlich.
ob es ein Journalist es sagt oder ein Politiker es sagt. Klar, sie sagen alle, weil alle auf die eine Seite sind. Ich bin auf der Eben. Es wurde vereinbart am 20. Februar, dass wir eine Zeit haben, bis Juni uns einmal das Land im Griff zu bekommen, ein kaputtgespartes Land einmal im Griff zu bekommen. Und im Juni sollte die eigentliche Verhandlung beginnen. Das war das Abkommen vom 20. Februar. Und was ist passiert? Am 4. Juni hat die griechische Regierung ein ganz detailliertes und ausgerechnetes Papier vorgelegt. Es wurde auch nachher hier gesagt, öffentlich, nicht nur von Journalisten, auch von hochrangigen Politikern, dass die griechische Regierung nichts liefert. Wurde nicht Bezug genommen auf dem, was auf dem Papier stünde, sondern es wurde nichts geliefert. Es ist eine Antwort auf diesem Papier gekommen, 47 Seiten, es ist jedem bekannt, ist veröffentlicht worden. Es ist eine Antwort von Institutionen gekommen, die eigentlich die Diskussionen in diesen 4 Monaten überhaupt nicht berücksichtigt hat. Das Papier der Institutionen hat auch nicht die Tatsache berücksichtigt, dass in Griechenland inzwischen Wahlen stattgefunden haben, dass auch eine Vereinbarung am 20. Februar stattgefunden hat mit der neuen Regierung. Die griechische Regierung wieder ist noch einen Schritt weiter gegangen. Vor 2 Tagen hatte Herr Tsipras den Institutionen noch ein weiteres detailliertes Papier geliefert, was eigentlich, und das muss ich hier sagen, weit hinter der Position der Syriza geht und weit hinter der Regierungserklärung von Syriza geht, weil eben nicht die Positionen vom Syriza sind, sondern das Resultat dieser Diskussion in diesen 4 Monaten. Und was haben wir heute für eine Antwort bekommen? Also, es dürfen die Unternehmen, die über 500.000 Euro Gewinn machen, nicht besteuert werden. Stattdessen müssen wieder die Mindestrenten gekürzt werden. Ich bin sehr oft in Deutschland. Ich spreche mit sehr vielen. Ich spreche auch, wie heute bei Ihnen, und ich bedanke mich dafür, also öffentlich. Wir bedanken uns auch. Ich werde immer so mit dem Finger gezeigt. Sie besteuern die Reichen nicht. Warum besteuern Sie die Reichen nicht? Siehe da, ist die Regierung gekommen, endlich, und hat das ausgerechnet, hat gesagt, ab 500 Millionen in einem kaputten... Am 500.000, Entschuldigung, ja. die Steuer von 26 auf 29 zu erhöhen und eine Solidaritätsabgabe ab 50.000 bis in der Höhe, weil jetzt in Griechenland verdienen wenig Leute über 50.000. Anstatt dessen, dass die Institutionen über diese Basis diskutieren, sagen nein, weitere Kürzungen. Ich glaube, und das sage ich im Vornherein, es geht wirklich nicht um das Geld, es geht wirklich nicht um die Möglichkeit Griechenlands, ihre Schulden zu begleichen, ihre Schulden zurückzubezahlen. Vielmehr habe ich das Gefühl, es geht um eine sehr harte politische Auseinandersetzung, wo eigentlich die Regierungen und die Eliten hier nicht die Tatsache sehen möchten, dass ein Land... Ein Vorschlag gemacht, der übrigens in einer westlichen Investorfirma ausgearbeitet worden ist, nämlich alle diese Assets, alle diese Eigentümer der Griechen in eine große Art Treuhand zu geben. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Nehmen wir den Hafen von Piräus. 2 Drittel des Hafens von Piräus gehört den Chinesen. Die Griechen wollen die Privatisierung nur mit der Bedingung, gerade bei solchen strategischen Räumen wie einem Hafen, dass sie eine Art Sperrminorität haben, dass zweitens Arbeitsplätze nicht alle gestrichen werden und dass die Umwelt beachtet wird. Natürlich könnte es sein, dass die Chinesen sagen, dann will ich nicht. Würden Sie als Grieche den gesamten Hafen von Piräus an die Chinesen geben, ohne jeden Vorbehalt, würden Sie das tun? Ich weiß von anderen Weltbankverhandlungen in Lateinamerika, dass man bei solchen strategischen Größen das nie verlangt hat. Aber hier verlangt
plant man das? Und ich, ein Insider aus dieser Bundesregierung, sagt mir auf meinen Einwand, das ist mir doch ganz egal, ob der ganze Hafen an die Chinesen geht, Hauptsache Griechenland kommt an den Kapitalmarkt. Und das ist eine Einstellung, die nicht sehr differenziert ist. Aber grundsätzlich war doch das, was Rolf-Dieter Krause gesagt hat, das, was jetzt vorgelegt worden ist in Brüssel an Vorschlägen, auf Basis derer nun eine Entscheidung gefällt werden soll, ob die letzte Tranche ausgezahlt werden kann und die Staatspleite damit abgewendet werden könnte, dass diese Vorschläge Luftbuchungen sind, dass sie unprofessionell sind, habe ich ja, daraus also gehört, und nicht belastbar ganze, sind. Ich weiß nicht, wie großartig ökonomisch versiert Herr Krause ist. Ich habe ihn ja beobachtet die ganze Zeit. Ich habe ihn in einer derartigen Einseitigkeit immer erlebt in seiner Berichterstattung, dass ich schon sozusagen aus einem Urinstinkt, erstens, wenn alle sich einig sind, habe ich den Urinstinkt, da habe ich Zweifel. Und wenn einer immer einseitig berichtet, habe ich auch Zweifel. Das ist ein Urinstinkt bei mir, das muss ich zugeben. Aber der andere Punkt ist, dass wenn er sagt mit den Luftbuchungen oder wenn er sagt, das ist nicht belastbar, was heißt das denn konkret? Der IWF hat gemeint, seine Sachen wären belastbar und durch 5 Jahre Rosskur würde der Schuldenstand runtergehen. Er ist raufgegangen. Waren die Zahlen des IWF belastbar? Nein, hat Olivier Blanchard gesagt. Also, ich bin gleich fertig. Nein, hat Olivier Blanchard, der Chefökonom des IWF, gesagt, sie waren offenbar nicht richtig und nicht belastbar. Das hat er schon 2012 gesagt. Warum nimmt man das nicht zur Kenntnis? Also der IWF hat doch nicht gesagt... Vielleicht muss aber auch Herr Krause noch was antworten, weil er dann darf in seiner Ehre als Journalist ein bisschen angegriffen worden ist, Herr Krause. Kontern Sie bitte kurz, wenn Sie mögen. Nein. Ich gebe ja wieder, was hier die Länder sagen und die Regierungen sagen, die damit nicht zufrieden sind, was die Griechen geliefert haben. Das ist ja nicht nur auf meinem Mist gewachsen. Ich habe auch diese 12 Seiten aus Griechenland gelesen und stolpere da auch, wie immer, wenn man Papiere liest, über die Schwachpunkte. Das ist doch nicht der Punkt. Frau Schwan hat recht, der Schuldenstand ist gestiegen, weil das Bruttoinlandsprodukt gesunken ist. Das heißt, ist natürlich, daran wird es gemessen. Aber woran liegt das? Ist das die Verantwortung des IWF oder ist das die Verantwortung Griechenlands? Ich gehöre auch zu denen, die gesagt haben, als Syriza an die Macht kam, das ist jetzt eine Regierung, die nicht mit den alten Oligarchen verbandelt ist, die nicht mehr diese Klientelpolitik betreibt, die eine Chance hat, vielleicht auch was Neues in Gang zu setzen. Es gibt konkrete Maßnahmen, die haben mir dann die nicht vorhandenen Haare zu Berge stehen lassen. Da gab es Maßnahmen, die hatten mit kleinen Leuten überhaupt nichts zu tun. Da wollte man zum Beispiel Immobilienbesitzer, die ihre Hypotheken nicht mehr bezahlen können, vor Zwangsversteigerung schützen, wenn sie nicht mehr Vermögen haben als 500.000 Euro und ein Netto-Monatseinkommen von über 4.000 Euro. Da kann ich nur sagen, wenn jemand über 4.000 Euro netto im Monat hat und seine Hypotheken nicht mehr bedienen kann, dann hat er was falsch gemacht, dann schützt man den nicht vor Zwangsversteigerung. Und das Geld sollten sich die Banken dann wieder aus Europa holen. Das hat doch nichts mit kleinen Leuten zu tun. Ich wollte aber sagen. Ja, natürlich. Unbedingt. Herr Sinn, Sie waren dran. Ich habe Sie unterbrochen, weil wir das, glaube ich, noch kurz richtig stellen sollten. Also diese Schuldzuweisungen führen doch zu gar nichts. Das Problem ist doch viel tiefer. Das ist ein tiefes ökonomisches Problem. Der Euro hat Griechenland... Ist es ein ökonomisches oder ein politisches Problem? Naja, das wird dann politisches, wenn es ökonomisch nicht passt. Die ökonomischen Gesetze kann man nicht so leicht überlisten. Das Problem ist, der Euro hat Griechenland Zinsen von 25% auf 5 gesenkt, als er angekündigt und eingeführt wurde. Und dann, was haben die Griechen gemacht? Haben sich verschuldet, haben die Löhne im Staatssektor erhöht, die Privatleute haben sich verschuldet, die Lohnsteigerungen gingen schneller als der Produktivitätszuwachs und das bedeutete, das Land wurde immer teurer. Griechenland wurde in eine ganz starke Inflation getrieben und dabei ging die Wettbewerbsfähigkeit verloren. So, und jetzt müssen sie wieder runter von diesen hohen Preisen. Man müsste also die Löhne und Preise senken. Wenn man das im Gleichschritt machte, theoretisch könnte man sagen, es funktioniert. Der eigene Lohn fällt, der Friseur wird billiger, das Restaurant auch, aber es wird nicht alles billiger, es werden die Schulden nicht billiger, die man hat. Und deswegen geht das im Euro nicht. Man kann im Euro also immer noch rauf mit den Preisen, aber nicht runter. Und jetzt das mit Geld zuzukleistern, diese fehlende Wettbewerbsfähigkeit, ist ein Fass ohne Boden füllen zu wollen. Das ist das Fundamentalproblem. Die einzige Möglichkeit, wie das wirklich gehen kann, ist...
wenn der Staatskonkurs ja nun eben stattfindet, der kann noch ein bisschen verschleppt werden, wenn er jetzt nicht gleich stattfindet, findet er ein bisschen später statt, er wird stattfinden, dann anschließend tatsächlich in die Drachme zu gehen, abzuwerten. Darüber will ich gleich reden, Herr Sinn, mit Verlaub. Denn zunächst will ich doch noch mal hinschauen, an welchem Punkt wir gerade sind. Nämlich zu fragen, geht es jetzt um eine ökonomische Entscheidung in Aufrechnung all dessen, was in den zurückliegenden 5 Jahren war? Oder geht es darum,